Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung mit dem Fokus auf dem Thema Ransomware. Mein Name ist Nathalie Stumpf und ich bin für die Organisation dieses Webinars heute verantwortlich. Das heißt, bevor es losgeht, von meiner Seite aus noch ein paar kurze technische Hinweise. Alle Teilnehmer sind automatisch stumm geschalten. Sollten Sie Fragen während der Veranstaltung haben, bitte benutzen Sie das Fragenfeld in Ihrem Bedienpanel. Zudem wird die Veranstaltung aufgezeichnet. Wir verzichten daher natürlich auf die Nennung von Namen. Wir haben uns ja jetzt in den letzten Wochen ganz intensiv mit dem Thema Ransomware auseinandergesetzt. Unter anderem haben wir natürlich dann auch Themenseiten gestaltet, wir haben auch White Paper erstellt, wir haben Videos gedreht, wir haben uns mit den Folgen, mit den Kosten, aber natürlich auch mit wirksamen Gegenmaßnahmen auseinandergesetzt. Und dieses Wissen, das möchten wir jetzt heute quasi in unserem Ransomware Special noch einmal kompakt für Sie präsentieren. Dafür haben wir jetzt einfach mal drei Beiträge zusammengestellt, die unterschiedliche Aspekte des Themas nochmal aufgreifen sollen. Zwei unserer Referenten, die von drei, die heute natürlich als Experten für uns zu Gast sind, sind noch nicht im Bild, die werden aber später nochmal zu uns dazustoßen. Wen wir aber jetzt schon live sehen und begrüßen dürfen, ist Rainer Bielmeier. Rainer, hallo erstmal. Hallo. Du wirst dich ja heute für uns mit dem Thema Kosten und finanziellen Schäden auseinandersetzen. Und da freuen wir uns natürlich schon zu hören, was du da so zu sagen hast. Ja, sehr dann gerne. Wünsche ich dir viel Vergnügen. Dann auch von meiner Seite vielen Dank für die Zeit, die Sie uns schenken. Allein aus den Anmeldungen, die hier rein sind, beweist uns, dass das ein hochrelevantes Thema ist. Wir haben uns in den letzten 3 Monaten sehr viel mit dem auseinandergesetzt und versucht, möglichst Information, die bei uns zusammenkommt, weil wir da relativ nah am Geschehen sind, rauszutragen, um den möglichst vielen Leuten Gefühl zu geben, was da gerade los ist. Und so bin ich jetzt in dem ersten Vortrag, möchte ich gerne die Sensibilität hochbringen, 5 Gründe zeigen, warum das Lösegeld vielleicht am Ende der kleinste Kostenfaktor ist, wenn man heute mit Verschlüsselung zu tun hat. Jeder, der uns kennt, weiß, dass wir seit vielen, vielen Jahren sehr sichere Speichersysteme bauen. Das ist in der Regel mit Verwarmung und Systemkomponenten, die sicher sind, getan. Es ist aber einfach so, dass nicht alle Daten verwarmungsfähig sind oder pflichtig und auf der anderen Seite natürlich auch also Daten, die einfach dynamisch sind, dort nichts verloren haben. Ransomware als solches ist sicher kein neues Thema. Wir haben, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ich würde das sowieso eher gerne Malware nennen, weil wir eben auch sehen, dass sehr viele draußen nicht nur wegen Verschlüsselung versuchen, die Firmendaten zu attackieren, sondern schlichtweg nur wegen dem Spaß und des Löschens wegen. Wenn wir mit Malware uns auseinandersetzen, haben wir das letzte Jahr wieder ein Rekordjahr hinter uns. Die Zahlen sind extrem hoch. Homeoffice kennt jeder mittlerweile das Argument und letztendlich auch die Art und Weise, wie attackiert wird, hat sich sehr fokussiert. Es wird nicht mehr nur random rausgeschickt, sondern sehr, sehr aggressiv auf interessante Ziele losgegangen. Das heißt, am Ende des Tages ist es eher die Frage, wann es jemand erwischt, als wie ob man da vielleicht noch damit wegkommt. Wie gesagt, 5 Gründe, warum das Lösegeld eigentlich nicht nur im Fokus steht. Ich versuche das ja immer mit einem Beispiel nur zu untermalen und dann vor allen Dingen natürlich auch eine Idee, wie man dem Problem Herr werden könnte. Das erste ist das Pendant zu unseren letzten 18 Monaten, der digitale Lockdown. Es geht nichts mehr, die IT steht. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, das sind durchschnittlich 3 Wochen, in denen Sie keinen Zugang zu Ihren Daten haben. Und das ist, wenn man sich dann mit den Kunden, die es erwischt hat, auseinandersetzt, sehr, sehr weitreichende Folgen. Also da geht es jetzt nicht nur, dass die IT steht, sondern das sind Neuaufträge, das sind laufende Projekte, da steht also ein unglaublicher Kollateralschaden dahinter, der weit über das hinausgeht oder gehen kann, muss man vielleicht sagen,
als was dann die tatsächliche Lösegeldforderung ist. Ein Beispiel dazu ist hier Universal Health Service. Und das, was hier in meinen Augen recht interessant ist, dass letztendlich die Attacke im September war und alleine die Aufwendungen im vierten Quartal, um das zu beheben und bis sie wieder laufen waren, waren mehr als 50 Millionen Dollar. Da ist sicher noch mehr passiert, weil das sehen wir auch. Es ist ja nicht so, dass nach der Attacke und einem Auflösen das innerhalb von sehr kurzer Zeit wieder im Normalbetrieb übergeht, sondern es hat einen sehr, sehr langen Rattenschwanz. Was kann man dagegen tun? Ich rate jedem heute an, zu einem sehr definierten Business Continuity Plan. Letztendlich ist die Thematik gar nicht so komplex. Diese RPOs und RTOs, am Ende läuft es darauf hinaus, dass sich jeder überlegen sollte, wie lange kann ich meine, also zum schlimmsten Fall kritische Infrastruktur, außer Betrieb haben, bis ich wieder up and running bin, ohne dass es ein Desaster wird. Und da ist natürlich immer der erste Gedanke, so schnell wie möglich. Aber da gibt es natürlich die Gegenbewegung, das kostet unglaublich viel Zeit und Geld. Ich glaube, dass ein vernünftiger Business Continuity Plan die Grundvoraussetzung ist, um sich dann daraufhin ein vernünftiges Backup-Konzept zu überlegen. Will heißen, dieser Business Continuity Plan ist sowieso unabdingbar, um später auch eine Lösung für das zweite Problem zu haben. Denn was wir auch sehen ist, dass sehr viele auf den Geschmack kommen und zu einer Mehrfachverwertung kommen. Das kann jeder in den Zeitungen lesen. Wir haben nicht nur das Problem, dass die Daten im Zugang verhindert werden durch die Verschlüsselung, sondern sehr starker Druck auf Veröffentlichung, auf Angebote im Darknet. Das bekommen Sie gar nicht mit. Ich bin mir sicher, in jeder Firma gibt es Daten, die dort einen relativ hohen Marktwert haben. Und dementsprechend ist natürlich dort der Schaden, nur sehr schwer zu beziffern. Und was man nicht vergessen darf, ist, wenn Sie dann die Daten erst einmal im Darknet haben, haben Sie ja immer noch die Gefahr, dass jemand darüber stößt. Erst heute, also am Beginn der Woche war wieder, dass Deutschland im europäischen Vergleich der DSGVO-Verstöße ganz weit vorne ist, also zumindest in den Verfahren und auch die verhängten Strafen. Das heißt, dann haben Sie vielleicht verschlüsselt, Sie haben Ihre Daten irgendwo draußen und am Ende trifft Sie dann die DSGVO auch noch, weil Sie vielleicht Daten hatten, die Sie gar nicht haben hätten sollen. Die Beispiele dafür sind zahllos, also da kann man, glaube ich, alle nehmen, da hat jeder in der Zeitung, im Internet jeden Tag genügend Beispiele. Das Schlimme dabei ist, dass natürlich speziell bei der Zweitverwertung, wenn es um sensible Daten geht, die per Definition natürlich nur sehr ungern darüber gesprochen wird, was zur Folge hat, dass natürlich das, was wir alle sehen, mit sehr hoher Sicherheit nur ein verschwindend kleiner Teil ist und die Dunkelziffer unendlich viel größer. Die Antwort hierauf ist aus meiner Sicht ganz klar. Gehen Sie einfach davon aus, dass es Sie irgendwann erwischen wird. Zero Trust bedeutet nichts anderes. Wie kann ich mich vorbeugend verhalten und aufstellen, kritische Infrastrukturen und Systeme isolieren, dass mir, wenn jemand im Internet sein Unwesen treibt, nicht zu viel Schaden. Also wie kann ich so viel Schotte einbauen, damit der Schaden eben überschaubar bleibt. Dazu gehört mit Sicherheit auch, brauchen wir allmächtige User und Nutzer, die letztendlich im Hausnetz alles können und wie kann man die so beschränken, dass zumindest, wenn es denn passiert, der Schaden überschaubar bleibt. Der dritte Punkt, die IT-Kosten, das ist auch etwas, was oft übersehen wird, aber es ist ja so, dass es nicht einfach, selbst wenn Sie bezahlen, damit getan ist, dass Sie das Geld überweisen, sondern das sehen wir allen Orten, dass der Aufwand, der dann entsteht, insbesondere Expertise von außen, die in der Lage ist, das Problem zu beheben, ist immens und übersteigt oft die Kosten, die Sie im Vergleich dazu haben,
wenn sie das bezahlen. Und ein gutes Beispiel, finde ich, ist hier die City of Atlanta. Die hatten ein vergleichsweise geringes Ransom zu bezahlen mit 50.000 Dollar. Wenn man aber dann bei denen nachliest, dann gehen die davon aus, dass der Schaden alleine durch IT, und da war es, soweit ich mich auch erinnere, der Teil für die externe Expertise, um die Systeme zu bereinigen, auch es wird Systeme geben, die werden sie auswechseln wollen, war über 2,5 Millionen. Und dann ist einem auch sofort klar, dass dort es sich lohnt, darüber nachzudenken. Im Prinzip, wenn Sie einen Business Continuity Plan haben, wenn Sie mit Zero Trust, haben Sie schon einen großen Schritt gemacht. Es gibt hier mit Sicherheit noch viel, viel mehr. Mein Hauptappell wäre, nehmen Sie das Thema ernst. Es ist brisant. Man muss am Ball bleiben. Es reicht auch nicht, wenn man einmal alle 3 Jahre sich mit dem auseinandersetzt, weil natürlich die andere Seite auch ständig dazulernt. Die Methoden werden immer raffinierter und jede Antwort von der Verteidigungsseite provoziert natürlich sehr schnell auch eine neue Angriffsmethodik. Und was man an der Stelle sicher auch nennen muss, ist, man kann sich gegen den Teil der Kosten, also die IT, auch versichern. Also diese Cyberversicherungen, die werden auch immer ausgefeilt, da muss man sicher auch nochmal schauen, wo man dort seine Risiken genau hat, dann kann man hier auch sehr gut vorbeugen. Dann haben wir natürlich das Lösegeld an sich. Die Kurve sagt ganz klar, also die Beträge gehen nach oben, weil natürlich auch mehr selektiv geschaut wird. Das heißt, man sucht sich dann schon Kandidaten, die tendenziell ausreichend Geld und wertvolle Daten haben. Der Mittelwert ist Faktor 4 jetzt, wenn man die Median rechnet, weil natürlich ein paar Ausreißer den nach oben ziehen, ist er immer noch doppelt so hoch, als wie das, was vielleicht noch vor 2, 3 Jahren abgefragt wurde. Aber ich denke, dass das ausreicht. Der Punkt, es war, also hier glaube ich, steht sogar noch ein Viertel, aber ich habe erst vorgestern wieder einen Bericht gesehen, dass man mittlerweile ein Drittel der betroffenen Unternehmen ausgeht, die das Lösegeld bezahlen. Genau ist es sehr schwer, weil natürlich die meisten, die bezahlen, das nicht publik machen und auch wenn es eine Meldepflicht gibt, das nicht nennen. Und was eben auch sehr interessant ist, von diesem Viertel oder Drittel ist wiederum 2 Drittel, die ein zweites Mal angegriffen werden und von denen wiederum die Hälfte von dem, der das erste Mal schon drin war. Will heißen, das, was wir vorher gesagt haben, die IT-Infrastruktur, wenn die einmal infiziert ist, es ist nicht so leicht, sich dort wieder zu befreien und im Prinzip wieder Business as usual zu machen. Das ist mitunter sehr kompliziert und jeder kennt die Firma. Ich meine, dort war es ist sehr leicht zu sagen, nicht zu bezahlen, aber Garmin hat halt einen sehr breit gestreuten Service und da ist natürlich jeder Tag Shutdown eine Katastrophe. Und es ist zwar nirgends öffentlich gemacht worden, aber am Ende des Tages muss man davon ausgehen, dass die diese 10 Millionen Dollar bezahlt haben, nur um einfach natürlich auch den Reputationsverlust zu vermeiden. Wie schon gesagt, es ist leicht gesagt, das BSI sagt einfach nicht bezahlen, aber das muss man letztendlich, wenn irgend möglich, selbst entscheiden. Ich habe heute, auch diese Woche am Montag war eine schwäbische Gemeinde, die haben eben mit nach Rücksprache mit dem BSI nicht bezahlt und dann hat die Sachbearbeiterin gesagt, sie haben halt nach wie vor auf über 20% ihrer Daten keinen Zugriff. Die sind einfach nach wie vor weg. Und man muss eben auch, wenn man jetzt den Punkt 1, 2 und 3 mit dem Kopf behält, sagen, dass man einen nicht unerheblichen Teil des Geldes, der anfällt, wenn man in so eine Situation kommt, ja dann sowieso anfällt. Also das Lösegeld ist ja nur ein Teil und ob man es dann bezahlt oder nicht, das wird nur bedingt billiger. Ein Punkt, der schwer zu definieren oder skalieren oder quantifizieren ist, ist natürlich Reputationsverlust. Das hängt sehr stark damit zusammen, wie das Geschäftsmodell ist, aber ich glaube, jeder hat verstanden, dass wir haben ein Offenlegungsgebot eigentlich. Und das Letzte, was man im Marketing brauchen kann, dass man auf dieser Wall of Shame endet, wo man dann ganz klar als der dasteht, der seine Hausaufgaben eben nicht gemacht hat.
Das war vor 3, 4 Jahren, bin ich noch immer durch die Lande und dann waren viele noch sehr, sehr bedeckt. Heute kann sich keiner mehr verstecken. Heute ist es so omnipräsent, da gibt es eigentlich nur noch Fahrlässigkeit als Erklärung. Das ist eins von vielen Beispielen. Die hatten trotz Lösegeldzahlung 3 Wochen waren die vom Netz. Und ich meine, jeder weiß, Reiseportale gibt es deren viele. Der nächste ist ein Click Away. Und wenn es einem dort gefällt, dann bleibt er wahrscheinlich auch dort. Das heißt, es ist ein Schaden, wo man natürlich sehr stark schauen muss, wie es den anderen geht. Auch hier, also. Das ist jetzt, vielleicht haben es die einen oder anderen mitbekommen, es war jetzt eine ähnliche Situation mit unseren Marktbegleitern mit Exagrid, wo ich der Meinung bin, die haben sehr, sehr unglücklich kommuniziert. Reden Sie schnell und reden Sie offen. Das hilft oder löst das Problem nicht, aber es bewahrt zumindest das Vertrauen. Ich habe in der Vergangenheit zu viele gesehen, die den Ball versucht haben, so flach wie möglich zu halten. Es gibt mittlerweile sogar Dienste, die Portale anbieten, wo man nachschauen kann. Es wird in aller Regel durchkommen. Und wie oft im Leben ist offene Kommunikation, schnelle Kommunikation das Allerbeste, was man machen kann. Also nicht versuchen, das Thema unter den Tisch zu kehren. Dann bin ich mit meinen 5 Punkten eigentlich schon durch. Das ging jetzt relativ flott. Weil wir uns sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, schauen Sie gerne bei uns auf der Webseite vorbei. Da gibt es jede Menge Hintergrundinfo dazu und weiterführende Empfehlungen, was man machen kann. Und ich habe jetzt natürlich eine ganze Menge darüber erzählt. Da gibt es ja noch einen Quellennachweis, der ist jetzt nicht so. Ja, gibt es Fragen, die jetzt ad hoc zu beantworten sind? Ansonsten gibt es ja noch eine große Fragestunde am Ende, wenn Interesse besteht. Genau. Also erstens mal vielen Dank, Rainer. Fragen bitte einfach in den Fragenbereich reinschreiben. Ich hätte jetzt vielleicht noch mal zur näheren Ausführung. Es wäre vielleicht auch interessant zu wissen, wie oft hast du denn, Rainer, jetzt zum Beispiel mit solchen Ransomware-Fällen im Alltag zu tun? Oh, also ich weiß nicht, ob das jetzt so rübergekommen ist. Da darf ich natürlich jetzt nicht so viel sagen, aber also einmal die Woche mindestens, dass jemand anruft und das, was mir immer sehr leid tut, das Geld, was vorher nötig gewesen wäre, um sich entsprechend abzusichern, sei es jetzt mit einem Business Continuity Plan, mit dem Aufbau von Know-how in der Firma, das hat ja auch damit zu tun, das muss gepflegt werden, da braucht es Geld, da braucht es Manpower, das muss man auch eben, wie schon gesagt, immer weiterführen, jede Woche. Es ist jede Woche und dann kommen die Kosten alle hinterher. Also man reagiert dann spätestens und das hätte man sich halt oftmals ersparen können. Und darum machen wir ja die Veranstaltung auch heute, um möglichst viele zu sensibilisieren, auch zu motivieren, nicht nur zu lesen, sondern auch aktiv was zu tun und am Ende natürlich auch Geld in die Hand zu nehmen. Muss man ganz klar sagen. Ja, vielen Dank. Also das heißt, lieber im Voraus gut abgesichert, als im Nachhinein vieles zu bereuen. Auf jeden Fall danke dir nochmal für den interessanten Part. Wir dürfen ja jetzt unseren nächsten Referenten begrüßen, ja. Und zwar René Weber. Der darf jetzt gerne zu uns stoßen und vielleicht, Rainer, magst du den Kollegen ja mal kurz vorstellen. Ja, also an der Stelle, René, überlegt er das, es ist so unglaublich heiß hier drin, weil er gerade mit dem Sakko reinkommt. Ich habe jetzt viel darüber geredet, dass man vorbeugend sein soll. Und es gibt natürlich Technologie, die man dem entgegenstellen kann. Und darüber sagt der René jetzt ein bisschen was, wie man denn die ganzen Sachen, die ich jetzt gesagt habe, also von einem Continuity Plan, aber vor allen Dingen auch über ein solides Backup, was den Namen auch verdient. Das heißt, was in der vorher ausgedachten Zeit dann eine Wiederherstellung des Systems zuverlässig zulässt, darüber sagt der René jetzt etwas mehr. Ja, wunderbar. Sakko habe ich gleich mal ausgezogen. Du hast vollkommen recht, es ist angenehm warm hier drinnen. Mein Vortrag ist ein bisschen länger. Ich hoffe, ich halte es durch, aber das sehen wir gleich. Also erstmal vielen Dank nochmal an Rainer für den wirklich spannenden Vortrag. Was wir gerade gesehen haben in Rainers Vortrag, waren natürlich zum einen mal die Kosten beleuchtet. Das heißt, was laufen eigentlich an Kosten auf einen zu oder was kommen an Kosten auf einen zu im Fall von einem Ransomware-Angriff.
Wir haben gesehen, was sind so die Strategien, die man fahren kann, was sind Gegenmaßnahmen, die man fahren kann. Zum Beispiel das eine Thema fand ich gerade ganz interessant mit eine Strategie oder eine Empfehlung ist, zahlen Sie niemals Lösegeld. Das ist natürlich leicht gesagt, damit man sich da ganz entspannt zurücklehnen kann und sagen kann, ich brauche kein Lösegeld zahlen, weil ich kann mein Problem anders lösen. Schauen wir uns jetzt nochmal genau an, wie das technisch und mit den Gegenmaßnahmen auch umsetzbar ist. Ich habe die ganzen Gegenmaßnahmen aus der Präsentation gerade eben nochmal zusammengefasst und so ein bisschen sortiert in kleine Blöckchen. Gegenmaßnahmen natürlich mal auf der einen Seite ganz klar ein klares Konzept vom Backup. RPO, RTO sind also die Stichworte für, das heißt, wie alt dürfen meine Daten im Worst Case sein? Wie schnell brauche ich die Daten wieder, wenn denn was passiert? Und das ist sicherlich noch nicht mal was rein auf Ransomware geht. Also betrifft natürlich auch Ransomware oder schützt gegen Ransomware, wenn ich das anständig strukturiert habe. Aber natürlich auch in allen anderen Bereichen. Egal, ob ich jetzt einen Systemausfall habe, ob ich eine versehentliche Löschung oder tatsächlich einen Cyberangriff ohne Ransomware habe. Auch das gibt es nach wie vor. RTO, RPO-Betrachtung, Speicher nach Bedarf, ganz wichtig. Weil ich will sicherlich nicht die in Anführungszeichen unwichtigsten Maschinen oder die Maschinen, die ich vielleicht in einem Monat dann wieder brauche, bei einem kompletten Ausfall auf dem teuersten Speicher liegen haben, auch nicht im Backup-Bereich. Das heißt, auch da ganz klare Wahl, unterschiedliche Speicherstrategien, unterschiedliche ja, Technologien im Einsatz, Optimierung von dem Ganzen, dass wirklich alles von vorne bis hinten durchläuft. Optimierung ist für mich, wenn ich historisch schaue, also ich komme rein aus der IT, historisch gesehen, wenn ich mir Backup-Themen angeschaut habe, Backup-Konzepte angeschaut habe oder auch die Umsetzung, war es häufig so, dass man zwar ein Backup-Konzept in irgendeiner Form hatte, bei anderen Unternehmen, wo ich war, aber man eigentlich immer so ein bisschen, ja, ich glaube, das kennen die meisten, so ein bisschen schon nachts gebetet hat, dass wenn wirklich mal was passiert, dass das auch alles so funktioniert. Das heißt, gerade diese Themen wie immer wieder prüfen, kommt mein Backup auch hoch, sind ganz, ganz wichtige Themen, die auch bei der Optimierung vom Gesamtbackup mit reinspielen. Schutz sensibler Daten ist natürlich etwas, was sehr global ist. Das hat noch nicht mal so viel mit meinem Backup zu tun, kann aber auch dort zuschlagen, sondern ist auch schon in meinem Produktivsystem sehr wichtig. Das heißt, welche Daten habe ich? Wie schütze ich die davor, dass sie entweder nicht gelesen werden können? Das ist die eine Richtung, aber natürlich auch nicht verändert werden können. Da ist ja dank DSGVO und Gesetzgebung ziemlich klar geregelt auch, dass es gewisse Daten gibt, die revisionssicher archiviert werden müssen, wo ich unbedingt und zweifellos nachweisen können muss, dass die Daten unveränderlich sind. Damit schütze ich natürlich schon mal extrem gegen Ransomware, aber natürlich kommt dann der Katastrophenschutz mit dazu. Das heißt, ich muss auch Georedundanzen aufbauen, weitere Standorte oder eventuell sogar transportieren die Daten, also Entnahme, Airgap. Ja, und muss am Ende mich entscheiden für so ein Gesamtkonzept. Ich habe jetzt gerade schon sehr viele Themen genannt, die ich dann gleich nochmal genauer beleuchten werde. Für so ein Gesamtkonzept, was kostet mich das? Und wie setze ich das am besten um? Weil den kompletten Block, was ich gerade erzählt habe, in einer Investition umzusetzen, ist meistens etwas schwierig. Zumal das Ganze ja nicht für die nächsten 2 Monate laufen soll, sondern für die nächsten 5, vielleicht sogar 10 Jahre, dass ich langfristig planen kann. Und da muss ich mir zum einen ein gutes Stufenkonzept überlegen, zum anderen darauf reagieren können, wenn meine Daten doch mehr wachsen als vorhergesehen, weil ganz ehrlich, ich könnte nicht sagen, wie viele Daten wir in 5 Jahren haben. Und ich muss die Möglichkeit haben, klein zu starten und wirklich groß wachsen zu können. All das möchte ich mir heute mit Ihnen anschauen. Ich werde ein bisschen grundsätzlich über Themen Backup und Archiv sprechen. Ich werde aber natürlich auch unsere Lösung, unser Brick-System dort mit reinnehmen und beginne direkt am Anfang mal mit dem Thema Backup und Recovery, Optimierung von dem Ganzen. Backup und Recovery beginnt natürlich erstmal mit einer Software als Herzstück. Also genau genommen beginnt es erstmal mit Daten, die ich sichern möchte, aber das Herzstück ist an der Stelle erstmal die Software. Backup-Software lasse ich jetzt mal völlig offen an der Stelle. Es ist ganz egal, was für eine Software da zum Einsatz kommt. Es ist ganz egal, ob ich mit virtuellen Maschinen oder mit Hardware arbeite. Ich brauche die passende Software dazu. Aber ich brauche am Ende für diese ganzen Daten, wie physikalische Maschinen, mobile Endgeräte, jetzt vielleicht auch dank Homeoffice, noch ja, vielleicht auch transportable Geräte, die mal ins Unternehmen kommen und gesichert werden müssen. Falls Server statische Daten, also jede Menge unterschiedliche Daten und unterschiedliche strukturierte Daten vor allem auch. Das heißt, Datenbereiche, die sich viel ändern, Datenbereiche, die sich kaum ändern, die sich nur anhäufen, die müssen alle gesichert werden und haben alle einen Anspruch, und zwar an oberster Stelle, auch weil das heute unser Thema ist,
Ransomware-Schutz. Ich möchte im Worst Case von meinem Backup immer wieder auf die Beine kommen können. Ransomware ist das eine. Ich habe so ein paar Stichworte da reingebracht, Offline, Offsite, Replikation, also Ransomware-Schutz, Katastrophenschutz, Möglichkeit, Konzepte anzupassen, modular damit umzugehen. Und um das alles ein bisschen zu beleuchten, müssen wir erstmal verstehen, wo kommt eigentlich diese Gefahr der Ransomware her und wo kann sie mich angreifen? Schauen wir uns nochmal das ein bisschen vereinfacht an. Wir haben links wieder unsere Quelldaten, die ganzen Systeme, die wir gerade schon in dieser Wolke hatten. In der Mitte unsere Backup-Software nach Belieben und auf der rechten Seite unseren Block der Backup-Daten. Bisher hat man Angriffe eigentlich immer eher so im Bereich der Quelldaten gesehen. Das heißt, irgendjemand greift meine Infrastruktur an, meine virtuellen Maschinen an, greift meine Server an. Server angreifen bedeutet dann auch irgendwann früher oder später, dass auch der Backup-Server mit betroffen sein kann. Quelldatenschutz hat auch der Rainer vorhin schon mal kurz ein paar Möglichkeiten angesprochen. Ist natürlich Einschränkungen der Berechtigungen, nicht jeder darf auf alle Shares kommen. Ich schaue, dass meine Firewall up-to-date ist, dass ich Virenscanner habe etc. Die Backup-Software inzwischen hat auch eine Erkennung, gerade fürs Thema Ransomware, dass sie erkennt, wurden wirklich in großem Stil Daten geändert, die gerade noch da waren. Das heißt, erkenne ich da systematisch einen Angriff oder habe ich da vielleicht irgendetwas anderes an Pattern, das mich so ein bisschen zum Nachdenken bringt. Aber am Ende legt die Backup-Software, wenn dann alles okay ist, aus ihrer Sicht die Daten hinten im Backup-Speicher ab. Das heißt, wenn ich jetzt mal den Spieß umdrehe und sage, ich bin der Angreifer, wo greife ich zuerst an? Wenn ich irgendeine Möglichkeit finde, gehe ich erstmal auf die Backup-Daten, ganz klar. Wenn ich Tape gelöscht habe und den Disk-Speicher gelöscht habe oder verschlüsselt habe, dann kann ich mich ganz entspannt zurücklehnen und habe alle Zeit der Welt, dass ich den Rest vor sich hin verschlüssle. Wenn ich es andersrum anfange, kann der Kunde jederzeit sagen, ich zahle nie, weil ich habe ja noch meine Backup-Daten, die sind noch unverschlüsselt. Also erstmal den Fallback sozusagen um die Ecke bringen und danach kann ich mich um die restlichen Daten kümmern. Um das zu verhindern, gibt es auch schon seit längerem Technologien und Strategien, die man hier anwenden kann. Im Bereich der Backup-Daten ist sicherlich eins der bekanntesten der AirGap oder wie es häufig dann gesagt wird, das Tape. Tape ist aber tatsächlich nicht zwangsläufig AirGap. Dass Tape auch häufig in der Tape-Library liegen bleibt, wissen wir inzwischen auch. Dass Angriffe auf die Tape-Library zuerst gehen und alle Tapes, die drinnen liegen, löschen, wissen wir auch. Das heißt, am Ende bleibt als Summe nur noch der AirGap über, das heißt wirklich rausziehen, neben den Schrank legen und dann kommt auch keiner mehr dran, außer ich oder außer der Admin. Das nächste ist, ich kann natürlich schauen, dass ich im Filesystem meine Daten absichere. Das heißt, dort, wo mein Backup to Disk liegt, eine Sicherheitsschicht mit einziehe, dass die Daten in sich geschützt sind. Das hat einen großen Vorteil, wenn ich nämlich Daten schnell wiederherstellen muss und dazu erstmal in den Serverraum oder ins Rechenzentrum fahren muss, das Tape finden muss, das dafür zuständig ist, das einlege, die Tape-Daten wieder zurückspiele, dann von dort aus beantworte und die virtuelle Maschine anstarte, dann habe ich schon sehr, sehr viel Zeit verloren. Das ist für ein Business-Continuity-Modell zum Beispiel in der ersten Instanz nicht das Optimale. Deswegen Backup to Disk und das Backup to Disk idealerweise so absichern, dass wenn ein Ransomware-Angriff war, dass ich schnell wieder zurückkomme auf den Stand davor. Protokollbruch ist so eine weitere Hürde, die man einbauen kann, weil tatsächlich weiß man inzwischen auch, dass die meisten Angriffe, also gerade im Bereich Ransomware, wenn es bis in die Backup-Daten reingeht, dann ist es meistens in Kombination mit ja, einem Cyberangriff, also einem aktiven Angriff auf die Daten. Und ein aktiver Angriff bedeutet natürlich immer, je leichter ich es habe, desto schöner ist es für mich und je schwerer es ist, auch das kennen wir wahrscheinlich alle, je schwerer es ist, je höher die Hürde ist, desto eher suche ich mir vielleicht jemanden, bei dem die Hürde niedriger hängt. Das heißt, Protokollbruch, mehrere unterschiedliche Protokolle, Wege, unterschiedliche User, Credentials, dann tut es dem Angreifer auch irgendwann weh und er sagt, komm, machen wir lieber woanders. Und wenn ich dann auch noch ein AirGap dazu habe für den Worst Case, dass ich wirklich einen bissigen Angreifer habe, dann bin ich immer noch auf der sicheren Seite. Viele unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn wir das mal in den Kontext von dem BRIC-System rüberrücken, dann bedeutet das bei uns in der ersten Linie mal eins, und zwar, dass wir ein transportables Medium haben. Ich habe tatsächlich einen BRIC mal mitgebracht, dass diejenigen, die den BRIC noch nie in echt gesehen haben, auch mal sehen, wie das aussieht. Also, ich glaube, man sieht es, ich kann es mit einer Hand halten. Ich hoffe, auch in dem kleinen Bild kann man es erkennen. Es ist sehr transportabel. Und der BRIC kommt in sich, was wir auch gleich mal gesehen haben, immer mit 12 Festplatten.
Sechs auf einer Seite, sechs auf der anderen Seite. Transportables Medium, damit haben wir schon mal das erste Thema. Und zwar, ich möchte gerne ein Airgap schaffen oder ich möchte gerne ein Medium haben, das auch für Offline, für Ausschalten gemacht und gedacht ist. Genau das ist der Hintergrund von dem BRIC-System. Wir haben gesagt, Airgap, die letzte Instanz, die letzte Hürde muss unbedingt mit drinnen sein. Das muss ich unbedingt einbauen können und unbedingt nutzen können. Deswegen ist es von Anfang an ein modulares Medium. Bringt weitere Vorteile mit sich, bringt die Vorteile der Flexibilität. Das heißt, ich kann wirklich mit jedem einzelnen Einschub mir später überlegen, was soll der machen, was will ich damit erreichen. Soll der schnell sein, soll der noch sicherer sein, soll der vielleicht rausgenommen werden. Also in alle Richtungen. Das heißt, wenn wir auf der Folie mal ganz nach unten schauen, unterschiedliche Protokolle. Soll es ein NAS-Speicher sein? Soll es ein Object Store sein? Oder möchte ich es wie ein Tape einsetzen? Also da sind wir auch gleich wieder beim Thema Protokollbruch. Aber natürlich, sobald ich es im Bereich NFS, SMB als NAS-Speicher einsetze, habe ich ein Filesystem drauf und dann möchte ich mir auch dieses Filesystem schützen können. Und Schutz vom Filesystem bedeutet, ich muss wirklich etwas im Filesystem machen, was nur innerhalb des Systems passiert, was ich von außen nicht beeinflussen kann, was ein Angreifer von außen nicht beeinflussen kann. Und da sind wir bei uns mit dem Continuous Snapshot Feature unterwegs. Continuous Snapshot Feature ist die Möglichkeit, für eine gewisse Zeit eine Art Linearität auf dem Speicher zu schaffen. Wer uns kennt, weiß, dass wir gerade im Langzeitarchivbereich viel unterwegs sind, dass wir mit Warm-Speichern viel arbeiten, wo es sich immer um einen linearen Speicher handelt. Das heißt, im Endeffekt wie ein Tape, nur als Filesystem. Alle Daten, die ich ablege, werden hintereinander abgelegt. Alle Änderungen werden hinten angehängt. Das heißt, die Originaldaten bleiben immer da. Im Backup-Bereich würde das aber bedeuten, dass mein Speicher irgendwann vollläuft. Dann muss ich ihn entweder erweitern oder auf Null zurücksetzen. Deswegen brauche ich ein Filesystem, das nicht linear schreibt, aber mir für eine gewisse Zeit eine Art Linearität schafft. Was ich sagen kann, 30 Tage lang, alles, was passiert ist innerhalb der letzten 30 Tage, kann ich auch wieder zurückrollen. Wie funktioniert das Ganze? Ich habe jetzt hier mal so beispielhaft ein Bildchen mit eingezeichnet. Das heißt, wenn wir jetzt so einen Zeitstrahl nehmen, wir schreiben unser erstes Backup, wir erstellen danach automatisch innerhalb des Systems ein Snapshot. Wir nennen es Continuous Snapshot Feature, weil es automatisiert passiert und für eine gewisse Zeit automatisch aufgehoben und dann wieder aufgeräumt wird. Das heißt, ich erstelle mir meinen ersten Snapshot automatisch innerhalb des Systems, das zweite Backup kommt und so weiter. Und irgendwann habe ich mein viertes Backup geschrieben, es ist wieder ein automatischer Snapshot im Hintergrund passiert, aber dieser Snapshot kann von außen übers Filesystem nicht modifiziert werden. Das heißt, es liegt rein bei uns im System. Bis jetzt verbraucht keiner dieser Snapshots Speicherplatz. Es ist nur ein Merker, wenn man so will. Jetzt kommt unsere Ransomware, hier mal so als Virus gekennzeichnet, greift an und möchte mir diese Daten verschlüsseln. Da aber dort ein Snapshot hängt und quasi diese Daten noch aufhebt, passiert Folgendes, die Ransomware nimmt die ganzen Daten und schreibt sie verschlüsselt nochmal. Das heißt, wenn ich jetzt ganz rechts an dem File, ans Ende vom File gehe, dann habe ich plötzlich ja nicht nur 4 Backups an Speicherplatz verbraucht, sondern 8 Backups, weil die alten Stände ja noch in dem Snapshot gefangen sind. Das Ganze kann ich bis zu 30 Tage machen, sind die 30 Tage um, wird jetzt der erste Snapshot wieder gelöscht werden, mein Backup 1 wäre in der Form weg und das verschlüsselte Backup würde übernommen werden, weil an irgendeiner Stelle muss man sagen, die Änderungen, die gekommen sind, sind höchstwahrscheinlich valide und die übernehmen wir. Aber wenn ich rechtzeitig erkenne, da war etwas, kann ich jederzeit sagen, ich möchte gerne zurück zu der einen Snapshot, zum anderen Snapshot und so weiter, kann in die Vergangenheit zurückreisen und mir tatsächlich meine Originaldaten Backup 1 bis 4 einfach wieder herstellen oder einfach virtuell wieder anzeigen lassen und direkt davon recovern. Continuous Snapshot. Was bedeutet das am Ende? Das bedeutet am Ende, wenn ich mir ein Gesamtkonzept anschaue für ein Backup, wenn ich mir eine Gesamt-RPO-RTO-Betrachtung anschaue, wo ich sicherlich nochmal detaillierter als auf der Folie unterscheiden muss, was für Daten habe ich eigentlich, welche Daten betrachte ich wie, welche Daten sind Daten, die ich unbedingt sofort wieder brauche, welche Daten haben ein bisschen Zeit, welche Daten dürfen auch ein bisschen älter sein, welche müssen von der letzten Sekunde sein. Bei so einer Betrachtung, leicht vereinfacht, habe ich natürlich dann dieses Continuous Snapshot Feature, gerade in den Bereichen Business Continuity in der Mitte und Backup Copy habe ich es jetzt mal genannt. Das heißt, die Verdrängung der Daten auf einen Speicher, der nicht mehr so schnell sein muss, also nicht mehr der teuerste und schnellste Speicher in der Mitte, sondern
bitte die nächste Instanz mehr Kapazität zu einem besseren Preis. Logisch, drehende Platte, da kommt sie wieder ins Spiel. Aber bitte trotzdem mit einer entsprechenden Sicherheit gegen Ransomware. Weil ich möchte nicht an der zweiten Stelle schon Daten rausziehen, weil das wären viel zu viele Daten. Erste Instanz, Business Continuity, so schnell wie möglich, so aktuell wie möglich. Dann gehen wir raus, Backup Copy, bitte so aktuell wie es geht, klar. Und auch so schnell, wie es der Speicher hergibt. Und ganz ehrlich, gerade wenn wir jetzt beispielsweise ein Veeam als Backup-Software anschauen, Backup Repository ist so die Instanz, die auch ein Instant Recovery unterstützt. Da gibt es ein Veeam Ready für und das Veeam Ready hat auch unser Silentbrick DS, so wie er eingezeichnet ist. Das heißt, auch der wäre sogar ausreichend für den mittleren Part, aber im mittleren Part haben wir jetzt hier als Beispiel einen Flashbrick eingesetzt. Die ganzen Unterschiede kommen später nochmal. Also ich zeige die Brick-Typen nochmal, die einzelnen. Nur so viel dazu. Jetzt habe ich quasi in dem Bereich, wo ich Backup-Copy stehen habe, schon mal eine Sicherheit gegen Ransomware für 30 Tage. Ich kann jederzeit wieder zurückgehen auf den Stand davor. Ich kann mir eine Sicherheit gegen Katastrophen mit einbauen. Das heißt, ich erstelle mir Replikate davon auf zweite Standorte. Oder ich sage am Ende, ich gehe über das, was ich jetzt Backup-Archiv genannt habe, tatsächlich raus auf ein transportables Medium, auf ein AirGap und nutze den Brick entweder als 1:1-Kopie oder nutze den Brick tatsächlich als virtuelle Tape-Library. Das heißt, meine Backup-Software kann ihn offline setzen, kann ihn online setzen, kann ihn entriegeln, ich kann ihn rausnehmen. Es verhält sich wie eine Tape-Library. Und ich nehme die ganzen Vorteile, die in dieser Implementation drinnen sind, mit in die Welt auf Festplatten, wo ich dann noch die Vorteile vom Random Access mit reinbringe. Und natürlich den Vorteil von Redundanz, denn Sie haben gesehen, der Brick hat 12 Festplatten, das hat jeder Brick bei uns. 12 Festplatten als Einsatz im Tape-Bereich sind wir sofort bei einer Redundanz von 4 Platten. Das Ganze läuft mit Erasure Coding, nicht mit RAID, dass ich wirklich lange Zeit ja, Spaß mit meinem Backup habe, wenn man so will. Vereinfacht nochmal dargestellt, Backup-Software, erste Instanz, ist meine Filesystemabsicherung, aber mit Fokus auf den I.O. Ich möchte schnell wieder zurückkommen, brauche ein Instant Recovery, brauche, ja, wie auch immer es bei den unterschiedlichen Softwarelösungen heißt, muss so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommen. Aber sicherlich brauche ich den Speicher nicht für die letzten 3 Monate oder 10 Jahre, sondern vielleicht für die letzte Woche, vielleicht auch für 2, vielleicht sogar auch nur für ein paar Tage. Danach gehe ich rüber und sage, die Daten werden auch gleichzeitig noch weitergeschoben in einen Speicherbereich, wo ich mehr Kapazität habe. Da schreibe ich mir noch die Ransomware-Sicherheit für 30 Tage mit rein, indem ich die Continuous Snapshots aktiviere und hinten raus nochmal die Entnahme und die finale Ablage, um am Ende der 30 Tage quasi den nächsten doppelten Boden einzuziehen. Jetzt heißt hier der letzte Bereich Backup-Archiv oder Backup-Archive. Bei Archiv müssen wir mal ein bisschen vorsichtig sein. Wir sind ein Hersteller von Archivhardware und ein Hersteller von Backup-Hardware. Wir unterscheiden da sehr explizit, weil Archiv für uns immer eins bedeutet, und zwar, dass ich eher statische Daten habe. Archivierung bedeutet für mich persönlich als Definition, ich verdränge Daten. Ein Backup wiederum bedeutet, ich dupliziere Daten. Das heißt, wenn ich mir überlege, ganz einfaches Beispiel, ich habe ein Server oder ein Filesystem mit 20 Terabyte und davon sind wir ein ganz extremes Beispiel, 18 Terabyte Videofiles, die ich nie wieder anfasse. Da kommt jeden Monat vielleicht 1 Terabyte dazu an Videofiles. Das heißt, ich habe nur 1 Terabyte, das sich permanent ändert. Wenn ich das alles mit einem üblichen Backup-Konzept fahre und absichern möchte, heißt es, dass ich am Ende des Monats 20 Terabyte auf den Tape schreibe, am Ende des nächsten Monats 21 Terabyte, 22, 23 und davon sind im ersten Monat 19 Terabyte, genau die gleichen wie im nächsten Monat. Daraufhin sind es 20 Terabyte, genau die gleichen wie im Monat davor. Das heißt, ich dupliziere mir diese Daten auf dem Offline-Medium. Viel sinnvoller aus unserer Sicht daher, Archivdaten, also statische Daten, eher auf einem anderen Pfad zu verdrängen. Und zwar entweder in ein normales Archiv, in ein lineares Filesystem, in einen Speicher, der in sich so sicher ist, dass ich ihn nicht mehr ins Backup hängen muss. Oder eben direkt ins Warm-Archiv für Revisionssicherheit für DSGVO-Fälle. Konkret, Archiv bedeutet bei uns, ich formatiere diesen Brick anders. Ich sage ihm, du bist jetzt ein Archiv. Wir nennen das bei uns SNAS EAC, SecureNAS, EAC für Erasure Coding. Erasure Coding impliziert bei uns immer automatisch 4 Redundanzen.
also sicherste Modus, den wir haben, die meisten Paritäten, die meisten Redundanzen. Vier Redundanzen automatisch mit drinnen, lineares Filesystem, das heißt, alles, was sich ändert, wird immer hinten angehängt. Ich habe gar keine Chance, als Angreifer oder als Virus Originaldaten zu überschreiben, weil ohnehin nur angehängt wird. Und wenn ich nur neue Dateien oder kleine Veränderungen an bestehenden Dateien habe, dann tut mir das auch nicht weh, weil dann erstelle ich mir wirklich ein Archiv dieser Daten. Und es bedeutet am Ende auch, dass ich innerhalb des Bricks dadurch automatisch mit den vier Redundanzen quasi vier Platten verlieren kann. Und nachdem wir immer drei Chargen oder sogar drei Hersteller, da kommt es ein bisschen auf den Brick an, an Festplatten verbauen, kann ich eine komplette Charge verlieren, ohne dass ich Datenverlust habe. Also in sich, so sicher wie es nur geht, kommt natürlich am Ende noch das Thema Katastrophenschutz. Und dafür nehme ich mir den einfach nochmal, zweiter Standort, und erstelle eine Replikation. Replikation auch wunderbar, weil es werden nur die neuen Daten nachgezogen. Replikation ist immer differenziell. Das heißt immer oder inkrementell, das heißt immer, die neuen Daten werden nachgezogen. Wenn ich ein sehr großes Archiv habe von zum Beispiel 100 Terabyte, kann ich natürlich auch anfangen und sagen, ich fange erstmal links an, schiebe da alle Bricks rein, repliziere intern und dann ziehe ich ihn raus, bringe ihn an den zweiten Standort, Georedundanz, und dann läuft es von da an nur noch mit den Neudaten weiter. Sicher genug, dass ich ihn aus dem Backup rausnehmen kann. Noch sicherer dagegen ist unsere Worm-Hardware. Da sind wir quasi im Bereich der Archivierung auch wieder linear unterwegs. Das gleiche wie gerade eben, nur noch sicherer, denn er kommt versiegelt. Das ist ein eigener Brick-Typ. Das ist tatsächlich der einzige Brick-Typ, der nochmal hardware-seitig komplett anders ist, da er mit einem echten Hardware-Worm-Chip ausgestattet ist. Das heißt, Daten, die da drauf geschrieben werden, kann selbst ich, und ich habe vorhin gesagt, ich komme aus der Technik, ich kann auf die Maschine drauf, ich sehe die einzelnen Platten im Kernel, ich kann dort keine Daten löschen. Denn dazwischen hängt auf dem Datenstrom ein Chip, der diese Lösch- oder Veränderungsbefehle, da schon beschriebene Bereiche, einfach ausfiltert. Das heißt, ich kriege salopp gesagt einen I/O-Error und kann keine Daten verändern. Damit ist es natürlich universell sicher gegen jeden Angreifer, egal wie weit er reinkommen würde, hypothetisch. Aber natürlich muss ich auch dazu sagen, dass bei uns auch in den anderen Bereichen Backup immer das User-Interface auch mit Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert werden kann. Das heißt, auch die Continuous Snapshots, die ich nur als Admin, nur über das User-Interface verwalten kann, kann ich nochmal zusätzlich absichern, indem ich das User-Interface noch weiter zumache und auch ein Angreifer, ohne dass er an mein Handy kommt und den Code da rausholen kann, den aktuellen, auch nicht an diese Informationen kommt und sie verändern kann. Also wirklich an jeder Stelle absicherbar, soweit es geht. Das heißt konkret, wenn wir nochmal unser kleines Bildchen vom Anfang anschauen, unsere Wolke mit den Anforderungen, wir haben auf der linken Seite wieder unsere Backup-Software, genauso wie vorher. Wir haben jetzt hier die statischen Daten unten aktuell noch im Backup-Bereich drin. Und man sieht, das ist ein relativ dicker Balken, weil häufig sind die statischen Daten, die anlaufen, ein sehr großer Teil im Vergleich zu den virtuellen Maschinen, im Vergleich zu den physikalischen, vielleicht auch im Vergleich sogar zum File-Server. Die großen statischen Daten nehme ich als allererstes mal raus und sage, Speicher nach Bedarf bedeutet, statische Daten werden archiviert. Das heißt, ich schiebe diese statischen Daten rüber in SecureNAS ERC und verringere dadurch den kompletten Strom, der oben im Backup durch SecureNAS bis hinten in die Tape Library oder dann in den S3-Speicher on-premise rausläuft, und kann mir dadurch schon mal mein Backup-Konzept deutlich verschlanken, weil RPO, RTO und ein optimiertes Backup-Konzept scheitert häufig auch an der Größe der Daten. Wie schaffe ich in der richtigen Zeit, diese Daten auch noch zu sichern? Wie schaffe ich es in der richtigen Zeit, diese Daten wiederherzustellen? Wenn ich statische Daten aus diesem Konzept komplett entnehmen kann, weil sie in sich selber so sicher sind, dass ich bei einem Ransomware-Angriff quasi eine RPO und RTO von Null habe, das heißt, die Daten sind unveränderbar, ich kann direkt damit weiterarbeiten, dann kann ich die außen vor lassen und mein komplettes Backup-Konzept wird schlanker. Und die Frage, wie viel Zeit brauche ich, um die Daten zu sichern und wie viel Speicherplatz brauche ich und wie viele Bricks oder von mir aus auch Tapes brauche ich, um sie rauszuziehen, wird alles deutlich kleiner und kompakter und wieder handelbar. Es kommt dann natürlich noch ein Bereich mit dazu, dank der DSGVO. Das heißt, die Langzeitarchivierung, also ehrlich gesagt gab es das schon länger, die Verpflichtung, dass ich Daten digital archiviere. Und auch dieser Bereich ist ganz klar ein Bereich, der nicht in den Backup-Strang reingehört, sondern im Idealfall
auf einem revisionssicheren Speicher rausgeht, in unserem Fall auf den Hardware-Wurm, und damit aus dem Backup komplett entnommen werden kann. An der Stelle kommt dann häufig die Frage, ja, ist denn der Hardware-Wurm in sich so sicher, dass wenn es brennt, das dann auch alles noch da ist? Natürlich muss ich das betrachten und berücksichtigen. Sowohl der Hardware-Wurm als auch der SecureNAS ERC sind jetzt in der Form auf einem Standort gesichert gegen Angriffe, gesichert gegen Ransomware, aber ein Totalausfall durch Katastrophen, Brand etc., den werde ich mir immer nur durch einen zweiten Standort, durch eine Replikation oder durch eine Entnahme schaffen können. Wenn man jetzt denkt, okay, wenn ich nur einen Standort habe, dann müsste ich ja mein Langzeitarchivsystem wieder durch das Backup durchschleifen, um hinten auf eine virtuelle Tape Library zur Entnahme zu kommen. Dem ist nicht so. Ich kann auch problemlos meinen Hardware-Wurm, das heißt meinen Brick, den ich im System habe, 1:1 auf den zweiten Brick, der auch innerhalb des Systems ist, replizieren und das Replikat einfach entnehmen und auslagern. Und von mir aus mache ich noch ein zweites Replikat, das ich dann in der Zwischenzeit reinschiebe, sodass ich immer eine laufende Replikation habe und einen ausgelagerten Speicher. Auch damit kann ich mir, wenn ich keinen zweiten Standort habe, über Transport und ohne die Backup-Lösung dafür einsetzen zu müssen, um mein Backup-Volumen aufzublasen, eine Offline- und Airgap-Sicherung schaffen. Thema Optimierung von Backup. Damit man jetzt nochmal die Bilder alle zusammen hat, hier nochmal zusammengefasst, das heißt, wir haben unser SecureNAS, wir haben unseren S3 als Object Store. S3 als Object Store ist jetzt relativ neu bei uns mit drinnen, bringt Vorteile in gerade Backup-Bereichen, wenn ich mir ein Backup anschaue, das inzwischen auch auf S3 schreiben kann und mir überlege, dass dort häufig das Thema ist, wenig Speicherplatzverbrauch, also kapazitätsoptimiert, wenig Übertragung, übertragungsoptimiert, dann kann ich das auch als Vorteil in meinem Unternehmen nutzen. Wie das dann genau aussieht, sehen wir dann später nochmal, wenn wir uns auch die Preisbetrachtung anschauen mit unterschiedlichen Quellgrößen. Da kommt dann die Kollegin nochmal mit ins Spiel. Da können wir nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen. S3 auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, sehr spannend. Und auch gerne immer mal wieder in den Ring schmeißen und immer mal wieder challengen, ob nicht vielleicht sogar die S3-Schnittstelle on-premise eine schöne Alternative oder vielleicht sogar ein Add-on für die Sicherheit von Daten ist, weil am Ende hole ich mir ein weiteres Protokoll mit rein. SecureNAS ERC, VTL, Hardware-Wurm, alles drei linearer Bereich, alles drei für entweder Entnahme oder für revisionssichere Langzeitarchivierung oder für die Archivierung von Daten. Jetzt haben wir hier schon mal drei unterschiedliche Brick-Typen, damit wir alle mal gesehen haben und wie ich es eigentlich betreibe, bringe ich nochmal rüber in die Hardware. Also Sie haben jetzt, glaube ich, oder hoffentlich gesehen, dass man mit dem Brick-System und vor allem mit einem passenden Konzept, mit einer Trennung von Backup und Archiv, mit sehr zielgerichteter Nutzung von dem entsprechenden Speicher für die richtigen Daten, das heißt, welche Daten habe ich, wie stark verändern sich die, wie lange muss ich sie aufheben, welches Konzept möchte ich damit in mehreren Stufen ausarbeiten, dass ich mir dort eine sehr hohe Sicherheit gegen Ransomware, gegen auch weitere Bedrohungen schaffen kann und das alles innerhalb eines Systems. Und so schaut das Ganze dann auch aus. Das heißt, hier mal innerhalb eines gesamten Systems ganz viele Bricks drinnen stecken, die ich für unterschiedliche Einsatzzwecke dann zuweisen kann. Konkret gibt es drei unterschiedliche transportable Bricks. Die transportablen Bricks in unterschiedlichen Größen. Was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie mit 12 Festplatten ausgestattet sind. Was die Unterscheidung ist, ist, dass der eine mit SSDs kommt für maximale IOPS. Entweder im Backup-Bereich oder wenn ich ihn als Cache nutzen möchte in meinem WORM-Bereich, für kleine Daten beispielsweise. Dann der Standard-Brick, den ich hier auf dem Tisch liegen habe. Er kommt mit drehenden Platten, ist quasi für so ziemlich alle Bereiche nutzbar, egal ob jetzt als Tape oder als NAS-Speicher oder als linearer NAS-Speicher. Und eben die WORM-Variante, die dann noch versiegelt ist und mit dem Hardware-WORM-Chip on board kommt. Wenn die Kapazitäten nicht reichen, das Maximum sind ja 24 Terabyte, wenn die Kapazität nicht reicht, dann geht es natürlich auch immer alles ein Stück größer. Das heißt, hier kommen wir zu den statischen Varianten, die verbaue ich im Rack fest ein, weil hier nutzen wir 3,5 Zoll Platten, den könnte ich nicht mehr mit einem Arm hochheben. Der will man ja vielleicht, ich nicht. Große Datenmengen, ein bisschen mehr Gewicht, das Ganze deswegen fest verbaut im Rack. 3,5 Zoll Platten bedeutet, dass wir inzwischen bis 16 Terabyte hochgehen können. Das heißt, wir sind am Ende bei einer Bruttokapazität von 192 Terabyte pro einzelnem
Blade sozusagen. Die kann ich wiederum miteinander verbinden, an eine Kontrolleinheit hängen und komme hoch bis zu 5 Petabyte Kapazität. Also bei den meisten Backup-Konzepten sollte das die ersten paar Monate reichen. Natürlich gibt es den für eine Langzeitarchivierung auch noch mit dem WORM-Baustein drauf und auch da kann ich entsprechend groß dimensionieren oder groß skalieren, das System. Das waren jetzt die reinen Brick-Typen. Die nächste Frage ist, wie kann ich die betreiben? Wie steuere ich die eigentlich an? Das heißt, ich brauche irgendeine Logik davor. Ich brauche irgendwas davor, das mit den Bricks spricht, das die Platten formatiert, das die Platten auch kennt. Vielleicht da auch nochmal am Rande, jeder Brick kennt sich natürlich auch selber. Das heißt, wenn ich den rausziehe und irgendwo anders reinschiebe, dann weiß er genau, wer bin ich, was für ein Filesystem habe ich drauf, was für Freigaben habe ich, welche Bricks gehören vielleicht noch zu meinem Verbund. Das heißt, diese Transportabilität und Modularität ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich hatte erst die Woche die Frage, wie kann ich denn an einem Standort dafür sorgen, dass wenn mir der Controller ausfällt, dass ich so schnell wie möglich wieder online bin. Natürlich kann ich den zweiten Controller daneben stellen und alles replizieren und dann einfach umschalten. Aber ich kann auch sagen, für die Bricks, die wieder oben sein müssen, stelle ich mir zum Beispiel ein kleines System hin. Also gibt es auch noch ein kleiner, diese Controller, wo ich dann zwei Bricks reinstecken kann und dann kann ich zumindest mein Archiv wieder anstarten. Rausziehen, reinschieben, läuft. Ganz einfach. Nochmal zurück, die Kontrolleinheiten. Die größte, die wir haben, ist der sogenannte Controller. Der ist jetzt hier auf dem Bild schon mit der ersten Erweiterung dargestellt. Der Controller hat 5 Einschubmöglichkeiten für Bricks, für die Transportablen. Kann erweitert werden mit diesen 14er Erweiterungen. Extension Shelves nennen sich die bei uns. Und der kann auch mit dem großen Silent Brick DS arbeiten oder mit 2, 3, 4, 5, 6 bis, ich glaube, Maximum sind aktuell 26 Stück, 5 Petabyte. Natürlich alles 10 Gigabit Ethernet, ganz klar. Und kombinierbar für alle Bereiche, egal ob jetzt Backup oder Archiv. Wer es ein bisschen kleiner mag, weil wir haben ja von Anfang an gesagt, es muss ja auch flexibel sein. Ich muss einen Plan machen können, der für viele Jahre funktioniert. Und ich weiß vielleicht heute noch nicht, welche Daten ich habe. Kann ich auch mit einem sogenannten Drive starten. Da passen maximal 2 Bricks online rein. Wenn ich es als Tape-Rotation nehme, ist es noch besser, weil dann habe ich vielleicht 20 Tapes daneben liegen und eins steckt drinnen. Das heißt, dann kann ich beliebig viel Kapazität durch Rotation abbilden. Aber im Normalfall, wenn die Bricks wirklich drinnen sind, 2 Bricks maximal, gibt es auch noch ganz klein mit nur einem Einschub. Aber auch nicht nur für den kleinen Kunden, sondern vielleicht auch im Hinterkopf behalten bei großen Systemen, weil sowas kann man auch wunderbar als Satellitenstandort einsetzen und hier von einem Brick in so einem kleinen System auf einen Brick im großen System replizieren, spiegeln, klonen, was auch immer. Sternkonzepte, was man sich so alles vorstellen kann. Und damit es jetzt noch ein bisschen bildlicher wird, das Ganze, so würde das im Rack ausschauen. Das heißt, ich hätte jetzt hier einen Controller, ich habe oben drüber ein Extension Shelf, das etwa halb gefüllt ist. Ich habe oben drüber noch einen Silent Brick DS mit zum Beispiel 128 Terabyte Netto-Kapazität und kann hier wirklich mit jedem Einschub entscheiden, brauche ich mehr Backup-to-Disk-Speicher, brauche ich mehr Tapes zum Rotieren, brauche ich mehr WORM-Speicher für meine E-Mail-Archivierung, brauche ich mehr WORM-Speicher für mein Dokumentenmanagementsystem oder möchte ich mir vielleicht ein S3-Capacity-Tier aufbauen. Und was genauso wichtig ist, ist, von diesen Daten, die da drinnen stecken, kann ich genauso modular entscheiden, welche dieser Daten möchte ich replizieren und wohin. Das heißt, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass mein S3-Speicher sich vielleicht nach Nürnberg repliziert, mein WORM-Archiv sich nach Rosenheim repliziert und von mir aus der Backup-to-Disk-Speicher nach Grüching, wohin auch immer. Um es nochmal als Gesamtbild, als Schaubild zu sehen, und damit komme ich dann auch schon zum Ende meiner Präsentation oder am Ende langsam an. Schaubild zu dem Ganzen. Hier sieht man wirklich auf der linken Seite mal ein komplettes Backup-Konzept mit Backup-to-Disk, ein Backup-Copy-Job, ein Backup-to-Tape, ein File-Server-Backup, nochmal als expliziter eigener Speicher, der vielleicht tatsächlich als Archivspeicher formatiert ist und mit einem Capacity-Tier rüber in den S3-Speicher. Das sind jetzt schon Begriffe, die man aus Veeam heraus beispielsweise kennt, hier mal als gesamtes Backup-Konzept aufgebaut und dazu kommt noch unser DMS, was oben drinnen hängt und dazu kommt noch eine Replikation für die Georedundanz und dann bin ich nicht nur gegen Ransomware gesichert, sondern auch gegen alle anderen Bedrohungen dieser Zeit, sogar, darf man das sagen, gegen den Wirtschaftsprüfer,
weil ich habe meine Archivierungsberichte für mein DMS und kann mich ganz entspannt zurücklehnen, egal was da kommt. Und wenn ich jetzt einen Ransomware-Angriff kriege und das heißt, zahle ich oder zahle ich nicht, kann ich ganz entspannt sagen, ich zahle überhaupt nichts. Meine Archivdaten sind sicher, meine Backups sind sicher und wenn es länger her ist als 30 Tage, hole ich den aus dem Tresor raus oder gehe rüber auf mein S3 Capacity Tier und kriege es da vielleicht sogar noch granularer, wenn der sich nicht die Mühe gemacht hat, S3 auch noch zu verschlüsseln oder irgendwie anzugreifen und habe wirklich viele Möglichkeiten, auf meine Daten wieder zurückzukommen. Ja, damit wäre ich mit meiner Präsentation am Ende. Vielleicht auch an der Stelle nochmal die Frage der Fragen. Gibt es Fragen? Also erstens mal vielen Dank, René. Das war auf jeden Fall sehr kurzweilig und informativ. Ich glaube, da hat jeder ein bisschen was mitnehmen können. Wir haben jetzt auch eingehende Fragen. Ich habe noch eine Frage, die nach dem Beitrag vom Rainer eingegangen ist. Aber ich bin mir sicher, dass du da bestimmt auch noch mal kurz aushelfen kannst. Ich würde sie dir jetzt mal kurz vorlesen. Macht es denn Sinn, eine doppelte Infrastruktur aufzubauen beziehungsweise eine hochfrequente Sicherung der gesamten Infrastruktur zu fahren? Ja, das ist natürlich so ein bisschen eine Philosophiefrage, also wobei noch nicht mal Philosophiefrage. Es kommt, glaube ich, ganz klar darauf an, in was für einem Bereich man aktiv ist, was man genau macht, was für ein Unternehmen man ist und wie man seine Daten strukturiert hat. Wenn ich auf meine Infrastruktur angewiesen bin, weil ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ein großes Logistikunternehmen bin, das sonst den Hof voll hat und tatsächlich sowas kennen wir, dass den Hof sonst voll hat mit LKWs, die nicht wissen, wo sie hin sollen, dann macht es mit Sicherheit Sinn, dass ich mir eine Hochverfügbarkeit in irgendeiner Form, zumindest für meine primären Daten, schaffe. Nichtsdestotrotz, Hochverfügbarkeit bedeutet auch immer Kosten. Das heißt, ich habe einen großen Kostenblock für Produktivspeicher, da bin ich im Primärspeicherbereich, dass mir meine ganze Infrastruktur redundant ausgelegt ist. Das heißt, da an der Stelle jetzt gerade möchte eigentlich gar nicht eine Richtung einschlagen, aber wenn ich jetzt an Beam denke, mit diesem CDP, was sie jetzt reingebracht haben, dass ich wirklich sehr, sehr schnell umschalten kann und sehr, sehr schnell reagieren kann, kann ich mir da schon Vorteile reinholen. Aber ich glaube, das, was dann hinten raus nochmal interessant ist, ist, was passiert wirklich, wenn diese Infrastruktur, die ich da habe, doch mal durchinfiziert ist. Weil eine Hochverfügbarkeit bedeutet auch immer, dass ich dann den Schutz entsprechend runterfahren muss. Ein eigenes System, das komplett abgeschottet ist, das ich nur regelmäßig mal nachziehe auf den aktuellen Stand, hat immer so ein bisschen das Problem, wie aktuell ist es dann? Was vielleicht Sinn macht in dem Bereich, ist eher, dass ich ein eigenes System habe, das ich regelmäßig aus meinen Backups wiederherstelle. Da ist es dann natürlich sehr, sehr spannend, weil dann kann ich einfach einen Brick nehmen und mache mein Backup to Disk, mache davon eine 1:1-Kopie, lege die drüben rein und mache ein Instant Recovery von all meinen Maschinen und dann habe ich diese Infrastruktur sofort wieder laufen. Und kann auch überprüfen, ob mir vielleicht im Worst Case dann was fehlt oder nicht. Das heißt, diese Überprüfung der Backups rückt dann immer mehr in den Fokus. Und das setzt natürlich voraus, dass ich einen entsprechend schnellen Speicher auch mit Random Access habe. Also das wäre jetzt zusammenfassend. Ich glaube, es ist schwierig, pauschal zu beantworten. Aber ich denke, so als Überblick hoffe ich, dass ich die Frage beantworten konnte. Das hoffe ich auch. Ansonsten darf sich der Gast gerne nochmal quasi melden. Für alle, die jetzt quasi nochmal später reingekommen sind, ihre Fragen dürfen Sie gerne über das Fragenfeld im Bedienpanel einreichen. So, dann würde ich jetzt quasi auf die nächste Frage zukommen. Und zwar, was macht man denn bei dem ausgelagerten Brick, wenn der Bornspeicher dazu abbrennt? Bei Fast LTA einen neuen kaufen und los geht's? Beim ausgelagerten Brick, wenn der Wurmspeicher, wenn der Controller dazu ausfällt, glaube ich, ist die Frage. Ja, ganz genau. Entweder ich habe einen zweiten Controller oder ich rufe bei der Fast an und sage, Jungs, ich habe da ein Problem, mir ist das ganze Rechenzentrum abgebrannt, ich habe aber im Tresor noch einen Brick. Dann sind wir die Letzten, die sagen, ja, dann bestellen Sie mal und in 3 Monaten kommt es dann. Also ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, was jetzt in der Präsentation von mir nicht mit drinnen war, was ich üblicherweise in meinen Präsentationen drinnen habe. Ich habe 2 Jahre lang den Service für das Brick-System geleitet. Ich weiß, was bei uns der Service bedeutet. Und der Service ist eins der wichtigsten Punkte bei uns im Haus. Das heißt, wir lassen niemanden hängen und wir garantieren auch, dass wir unsere Daten wirklich so schnell wie möglich wieder hochbringen. Also ich glaube, das unterschreibt jeder, der ein System von uns im Einsatz hat. Wir sind da sehr, sehr serviceorientiert. Und was man vielleicht auch wissen sollte, ist, hier oben drüber sitzt die Entwicklung, hier unten drunter sitzt der Service. Das heißt, alles in einem Haus. Das heißt, wenn die unten nicht mehr weiter wissen, weil das System abgebrannt ist und man vielleicht nicht schnell genug an ein neues System kommt, dann gehen die dahinter, weil da sitzt die Produktion und dann haben wir spätestens da ein System. Wunderbar, kurze Wege, super.
So, die restlichen Fragen, auf die werden wir alle nochmal eingehen. Ich würde diese jetzt aber einfach mal für die Abschlussdiskussion noch aufheben, damit wir jetzt nun endlich auch unsere dritte Referentin zu uns quasi bitten dürfen, nämlich Stefanie Körner. Und René, vielleicht magst du ja ein bisschen was zur Kollegin erzählen und das Thema so ein bisschen einleiten. Ja, die Frau Körner ist bei uns im Vertrieb sicherlich diejenige, die sich am besten mit den Zahlen auskennt, behaupte ich jetzt einfach mal. Das heißt, die den perfekten Überblick über unsere ganzen Zahlen hat, ist auch natürlich als Geschäftsführung aktiv und dementsprechend auch maßgeblich verantwortlich. Das heißt, wenn Ihnen die Zahlen zu hoch sind, was ich aber nicht glaube, dann dürfen Sie sich trotzdem vertrauensvoll an die Frau Körner wenden. Das hört sie jetzt natürlich nicht so gerne. Vielen Dank. Also ich freue mich, dass ich heute hier sprechen kann. Ich habe den letzten Teil der Veranstaltung, den letzten Vortrag, dauert ungefähr 10 Minuten. Mein Thema ist, was kostet ein ransomware-sicheres Backup? Ich bedanke mich zunächst mal bei dem René Weber, den behalte ich auch noch einen Moment hier, und beim Rainer Bielmeier für die Vorträge und möchte so ein paar Aspekte auch in der Kostenbetrachtung noch mal aufnehmen. Die Frage, was kostet ein ransomware-sicheres Backup, ist so ein bisschen wie, was kostet ein Auto? Das kommt drauf an. Es gibt Autos für 100 Euro, es gibt Autos für 100.000 Euro. Ja, was will ich eigentlich? Die Wahrheit, sie liegt sicherlich irgendwo dazwischen, und wir haben ja jetzt schon in den vorherigen Vorträgen so ein paar Punkte gehört, die man mit einbeziehen muss. Also natürlich allen voran das Datenvolumen. Dann muss man sich überlegen, wie sieht die Infrastruktur aus. Wir haben über RPO und RTO geredet, also wie schnell will man wieder up and running sein. Dann haben wir darüber geredet, kann man vielleicht auch das Backup-Volumen reduzieren, indem man einen Teil ins Archiv verschiebt und nicht jeden Tag ins Backup-Fenster schiebt. Welche Backup-Software will man nutzen? Hat man irgendwelche gesetzlichen Vorgaben, DSGVO? Also all diese Aspekte spielen eine Rolle. Also eigentlich sehr schwierig zu beantworten, was kostet ein ransomware-sicheres Backup. Aber wenn wir es mit dem Auto vergleichen, glaube ich, ist auch ganz, ganz spannend, wenn man uns alles, was ich jetzt gerade erzählt habe in meiner Präsentation, ist alles Serienausstattung. Ja. Das ist kein Extra, ist alles Serienausstattung. Das ist alles mit im System möglich. So, jetzt haben wir mal unser erstes Beispiel. Wir haben hier ein Beispiel für 4 Terabyte. 4 Terabyte Datenvolumen, was gebackupt werden muss. Man muss sich das so vorstellen, bei Fast bestehen die Angebote immer aus 4 Teilen. Also es gibt immer einen Preis für Controller, das ist die größere Einheit, die wir vorhin auf den Folien gesehen haben. Es gibt ja auch den schmäleren Drive, also es gibt immer das sogenannte Chassis. Dann gibt es die verschiedenen Medien, die Bricks, da haben wir ja den einen hier auch mitgebracht. Und dann gibt es die Softwarelizenzen. Hier das 4 Terabyte Beispiel kostet alles in allem inklusive eben Chassis und Softwarelizenzen und Medien 35.000 Euro. Jetzt setzt sich dieses System zusammen aus Speicherplatz für die Incrementals, die auf schnellem Speicher gespeichert werden, genau. Platz für die Backup-Copies und wir haben ja auch eben schon über den Airgap gesprochen, also Bricks für die Wechselmedien, wo man eben auch vielleicht mal was in den Tresor legen möchte. René, erklär doch mal kurz, warum brauche ich ein größeres System als ein 4-Terabyte-System, um 4 Terabyte vernünftig zu sichern? Also wenn ich jetzt 4 Terabyte Quelldaten habe und ich sage, ich sichere die vielleicht sogar ohne Compression, dann bräuchte ich genau 4 Terabyte und dann hätte ich einen Tag gesichert. Damit habe ich natürlich nicht viel gewonnen, weil die Ransomware passiert nicht immer nur mittags und nicht immer nur gestern. Das heißt, wenn wir uns das mal anschauen, das ist jetzt ein Gesamtbeispiel. Ich hatte vorhin auch in meiner Präsentation so 3 Punkte, einmal Business Continuity, das heißt so schnell wie möglich, dann der Backup-Copy, das heißt für längere Zeitaufbewahrung, aber bitte auch eine Ransomware-Sicherheit mit drinnen und dann der letzte doppelte Boden, dass wenn es doch mal in irgendeinem Fall durchschlägt oder ich länger als 30 Tage verschlafen habe, dass sich da massiv Daten geändert haben oder meine Backup-Software es auch nicht mitbekommen hat oder,
dass ich nochmal eine zusätzliche Sicherung habe. Und in dem Beispiel hier heißt es jetzt konkret, wir haben in der ersten Stufe, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, der Backup-Software hat keinen eingebauten Speicher, sondern ich mache alles mit dem Brick-System. Das mag natürlich bei jedem ein bisschen anders sein. Das heißt, hier jetzt ist die Komplettlösung. In der ersten Instanz Incrementals für 7 Tage, so schnell wie möglich Daten wiederherstellen, so schnell wie möglich auch loswerden, also backuppen. Darüber hinaus geht es dann rüber in den Backup-Copy, da hebe ich es dann für längere Zeit auf. Das heißt, wir haben jetzt eine tägliche Kopie quasi dieser inkrementellen Daten plus noch 4 wöchentliche Full-Backups, die mit drauf liegen und noch 3 Monats-Backups, die wir mit drauf liegen lassen, dass man quasi wirklich so eine Backup-Historie aufbaut, dass ich auch mal auf ältere Stände zurückgreifen kann. Und ganz rechts ist dann der letzte, quasi der doppelte Boden. Ich ziehe wirklich nochmal was raus. Und da ist jetzt das Schöne bei den Größen, die wir haben. Also man sieht es da im ersten drüben, 6,7 Terabyte wäre jetzt für 7 Tage so eine Backup-Größe. Da kann ich mich entscheiden, ob ich auf einem Brick entweder einfach eine 1-zu-1-Kopie von meinem Incremental Steady mache. Das heißt, das, was ich rausziehe, ist ein Backup-to-Disk-Stand. Wenn ich den wieder reinschiebe, mache ich ein Instant Recovery oder ein Sure Backup davon. Oder ich sage, na, ich möchte es gerne reduzieren, ich möchte wirklich nur ein Full Backup drauf unterbringen. Dann bin ich natürlich super mit dieser Tape-Logik unterwegs. Das heißt, dann sind es 2 Terabyte, die auf den Brick gehen, wenn wir davon ausgehen, dass aus 4 Terabyte 2 werden. So, Komprimierung von 50%. Das wäre jetzt so das Gesamtbild. Das heißt, schnelles Backup, schnelles Recovery, große Datenmengen als Kapazitätsspeicher für historische Daten und dann noch die letzte Instanz zur Arschsicherung, das rausgenommene Medium. Da kommt keiner mehr dran. Genau. Und das Schöne ist, also unsere Angebote sind transparent, die kann man auch verstehen. Also oben sieht man diese Gesamtsumme von den 35.000 Euro. Der Controller kostet diese 5.990. In den einzelnen Spalten, wo man die einzelnen Bricks sieht, also links die Flash-Bricks, in der Mitte die Backup-Copy-Bricks und rechts die Airgap-herausnehmbaren Wechselbricks, sieht man eben da, was die einzelnen Bricks kosten, also da die 5.000 Euro, die 2.800 und die 6.000 Euro. Dazu kommt eben noch die Softwarelizenz und dann hat man den Komplettpreis von 35.000 Euro. Eine Sache zu Lizenzen möchte ich gerne an dieser Stelle noch sagen. Wir legen großen Wert auf Modularität. Soll heißen, wenn ein System mal erweitert wird, bekommt man die ursprüngliche Lizenz gutgeschrieben und dann bekommt man eine neue, größere Lizenz, wo dann wirklich jedes Terabyte, also auch die alten Terabytes, den günstigsten großen Preis haben. Und das sehen wir an den nächsten Beispielen, sehen wir das auch nochmal. Wir haben hier das nächste Beispiel, da sind wir etwas größer eingestiegen mit 20 Terabytes. Da sieht man in unserer Schemazeichnung wieder die Controller-Einheit und darunter sieht man so etwas grauschwarz schraffiert. Das hatte der René ja vorhin in seinen Folien gezeigt. Das ist der sogenannte DS-Brick. Das ist eine größere fest verbaute Einheit, größer will ich sagen, von den Terabytes her größer, effizienter nochmal, platzsparender nochmal. Und hier haben wir also auch wieder eine Kombination aus Incrementals auf schnellem Speicher, Backup-Copies und Airgap-Bricks. Genau. Da kannst du vielleicht nochmal 2 Worte dazu sagen, wie wir das kalkuliert haben. Genau, was man jetzt ganz schön sieht, also bei 20 Terabyte bin ich natürlich, wenn ich jetzt davon ausgehe, 50% reduziert ist ein Full-Backup, dann bin ich bei 10 Terabyte Full-Backup-Größe. Wenn ich das Ganze über 7 Tage wieder rechne mit einem durchschnittlichen Wachstum, dann komme ich am Ende bei dem ersten Beispiel auf 31 Tage raus. Das heißt, das Full Backup inklusive der Increments. Dann wären wir jetzt bei 2-mal dem Silent Brick Flash. Ich muss dazu sagen, man könnte tatsächlich für den ersten Bereich auch den Silent Brick DS nehmen. Das nur mal am Rande. Aber wenn wir jetzt natürlich hier das Optimum, also quasi das Maximum, was man rausholen kann, sozusagen genommen, das heißt, ja wirklich der Flashbrick als die aller schnellste Variante und davon 2. Im Copy-Job braucht man natürlich auch mehr Speicherplatz. Also klar, die Fulls brauchen mehr, die Increments brauchen mehr, die liegen ja auch mit im Backup-Copy-Bereich. Das heißt, hier sind wir mit dem Silent Brick DS unterwegs und heben uns auch wieder 3 Monate auf und 4 Wochen Backups. Und hinten beim Airgap fällt jetzt die Option, also sie fällt nicht ganz weg, ich könnte immer noch eine 1-zu-1-Kopie der Daten machen. Aber effizienter und günstiger bin ich jetzt gerade in dem Beispiel, wenn ich mit
der Tape-Logik arbeite, weil ich dann wirklich nur die 10 Terabyte auf einen Brick als Tape ausschreibe und nicht 2 Bricks brauche als Replikat. Aber auch das wäre möglich. Das heißt, ich könnte auch sagen, wenn mir extrem wichtig ist, dass ich so schnell wie möglich von meinem Backup wieder hochkomme aus dem Step 3, könnte ich auch einfach eine 1:1-Kopie der Daten aus Step 1 machen. Das heißt, das, was ich auslagere, wären dann immer 2 Bricks. Und nein, das müssen keine Flash-Bricks sein, das können auch ganz normale sein. Ich kann auch von Flash auf normale Bricks replizieren und die dann rausziehen. Vielen Dank. Also ich habe ja gerade über die Lizenzen gesprochen, dass man immer vom günstigsten Terabyte-Preis profitiert. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal erwähnen, man sieht ja in unserer Schemazeichnung die VTL-Bricks, die rausgenommen sind, die also zum Beispiel im Tresor sind und da gelagert werden. Und dazu möchte ich sagen, diese werden nicht für die Volumenlizenz, die man bezahlen muss, dazugerechnet, sondern die gelten als Offline-Bricks und die muss man nicht extra mit einer Lizenz bezahlen. Natürlich auch super. Und ich glaube, was man auch schön sieht, ist, jetzt haben wir vorher, was waren es, 4 Terabyte, glaube ich, gehabt, Quelldaten, jetzt haben wir 20 Terabyte, also 5-mal so viel. Aber der Preis ist Gott sei Dank nicht 5-mal so viel. Also das ist vielleicht auch ganz wichtig, die Lizenzen werden nach oben hin tatsächlich günstiger. Das stimmt, genau. Genau, und hier haben wir ein System, was auch nochmal unsere Modularität unterstreichen soll. Hier sieht man eben wieder die Controller-Einheit ganz oben in der Schemazeichnung mit den 5 roten Flash-Bricks. Man sieht darunter ein sogenanntes Extension-Shelf. Das hatten wir ja vorhin in den Folien auch schon mal gesehen. Die Controller-Einheit hat die 5 Slots, das Extension-Shelf hat nochmal 14 dazu. Und unten in der Schemazeichnung sieht man die beiden DS-Bricks. Also hier geht es um ein Datenvolumen von 60 Terabyte. Das System kostet netto 130.000 Euro. Also kombiniert wieder aus, also immer an das 4-Stufen-Angebot denken. Also man hat Controller-Einheit, man hat Shelf, man hat die Medien, wo hier auch wieder Incrementals auf schnellem Flash-Speicher gespeichert werden und man hat die Software-Lizenz und dann den Wartungsvertrag. Und auch hier haben wir eine Kalkulation gemacht, um für das System eben Incrementals, Backup-Copies und eben Airgap abbilden zu können. Da erklärst du nochmal die Berechnung, bitte. Genau, also beim Backup-Copy haben wir jetzt hier so einen kleinen Kunstgriff gemacht, wenn man so will. Das heißt, wir haben tatsächlich gesagt, Backup-Copy rein von den Daten mit den Full-Backups, mit den Increments bei der Datenmenge wäre gigantisch groß, wenn ich das wirklich über viele Monate aufhebe. Deswegen habe ich das mal umgeändert und habe gesagt, wir machen jetzt kein Backup-Copy mehr raus, sondern wir gehen aus unserem Incremental Daily raus über ein Capacity-Tier, in dem Fall nennt sich das Ganze, das ist jetzt ein tatsächlich ganz konkretes Beispiel für Veeam. Das heißt, wir verschieben die Daten hinten raus in den S3-Speicher, also in uns als Object Store. Und das bringt tatsächlich einen riesen Vorteil, was die Kapazität angeht. Und zwar, statt dass ich dann, ich weiß gar nicht mehr, was die ursprüngliche Zahl gewesen wäre, das heißt, wenn ich es mit einem Backup-Copy mache im Filesystem, wäre man da, glaube ich, bei 300 Terabyte, die man im zweiten Schritt braucht. Dadurch, dass wir es über S3 machen, sind es nur noch 156, also deutlich kleiner geworden. Und ich brauche dann auch nur noch 2 Speicher, habe ich jetzt mal mit reingenommen. Da sind wir eh schon deutlich größer und haben noch viel, viel, viel Platz zum Wachsen. Aber ich dachte mir, bei der Datenmenge ist das Wachstum natürlich vorprogrammiert und dann fängt man lieber groß an und hinten beim Airgap sind wir halt jetzt nicht wieder vor bei einem Brick, den ich rausziehe, sondern bei 2 Bricks, die ich rausziehe. Aber die auch wieder als Tape nutzbar, da kommt ein Full Backup drauf und kann ich ganz dediziert auslagern. Dankeschön. Und jetzt kommt das vierte und letzte Beispiel. Dieses Beispiel ist so aufgebaut, dass es quasi als Zusatzoption ist, also für jemand, der bereits ein Silentbricks-System hat, Office 365 einsetzt und Office, Teams, Outlook und andere Daten lokal sichern möchte. Da gibt es das Veeam for Office 365. Und das ermöglicht einem, das wurde ja auch vorhin schon mal kurz angesprochen, das ermöglicht einem tatsächlich eben on-premise mit quasi einem Protokollbruch Daten zu speichern. Und wenn man jetzt ein Silentbricks-System bereits hat, dann braucht man, das sieht man hier in der Schemazeichnung, einen zusätzlichen Brick. Das sind also Zusatzkosten für diesen Brick von 1.000 Euro und eine Erhöhung der Softwarelizenz.
Und dafür hat man ein sicheres Backup der Office 365-Daten. Was mir gerade bei der Folie auffällt, vielleicht, dass wir das auch noch mal kurz erwähnen, also zusätzlich 1.000 Euro heißt nicht, Sie brauchen dann eine Office 365 VM-Lizenz bei uns. Wir sind im Lizenzmodell da sehr klein, das heißt, es gibt da keine Special-Lizenzen für jeden einzelnen Bereich, sondern das heißt eigentlich nur, 1.000 Euro ist die Hardware für diesen Brick. Wenn Sie schon einen Brick haben, können Sie den auch als S3-Speicher für VMware Office 365 Backup nutzen. Geht eigentlich hauptsächlich darum, dass diese Art des Backups immer einen S3-Speicher voraussetzt, was auch mit einer der Haupttriebgründe war, dass wir gesagt haben, S3 musste rein, weil wir viele Anfragen in dem Bereich hatten. Speicherung aus den Cloud-Daten on-premise. Ich möchte es gerne bei mir im Haus haben, die Sicherung, weil, wie man inzwischen weiß, Daten in der Cloud sind halt einfach nicht gebackupt. Die sind zwar ja, produktiv sicher, dass sie laufen, aber gebackupt wird nichts. Ja, ich glaube, also dieses Beispiel zeigt sehr schön, dass man mit wenig Zusatzkosten einen großen Nutzen hat. Jetzt gibt es noch so ein paar Themen, die ich in meinen Kostenbeispielen nicht angesprochen habe, also Sicherung von Servern, Replizierung an einen zweiten Standort, zweiten Brandabschnitt. Vorhin habe ich ja über Softwarelizenzen gesprochen. Also es gibt bei FAST die Volumenlizenz, die eben immer den günstigsten pro Terabyte Preis berücksichtigt und Offline-Bricks nicht berücksichtigt. Und dann gibt es die Compliance-Lizenz, die man braucht, wenn man revisionssicher archivieren möchte. Und dann gibt es die Replikationslizenz. Das sind die drei Lizenzen, die man sich merken muss. Das sind also gar nicht so viele. Und die Replikation an den zweiten Standort ermöglicht einem auch ganz raffinierte Dinge, dass man wirklich pro Brick replizieren kann, dass man also nicht komplett alles von A nach B, sondern man kann auch sagen, manche Daten habe ich sowieso schon mal woanders, die brauche ich nicht noch an einem zweiten Brandabschnitt zu replizieren und andere Daten möchte ich aber gerne replizieren. Dann aktives Archiv, revisionssicheres Archiv, da gibt es die, sah man vorhin in den Folien auch, die silbernen, versiegelten Warm-Bricks, die sich besonders gut eignen für Speicherung von Daten im Healthcare-Bereich, Patientendaten, Röntgendaten, wo es eben tatsächlich gesetzliche Vorgaben gibt. Und ja, unsere Message soll auch sein, Sie können all diese Dinge in einem System modular aus einer Hand und mit einem Wartungsvertrag abbilden. Und das heißt, man kann budgetabhängig auch mit bestimmten Dingen anfangen und dann im Jahr drauf andere Dinge dazufügen. Genau, wir sind Sekundärsprecher. Genau. Jetzt, glaube ich, kommen wir an den Teil, wo wir Fragen zu allen drei Vorträgen gerne nochmal entgegennehmen und wo wir auch den Rainer Bielmeier nochmal dazu bitten, dass er sich zur Verfügung stellt. So ist es. Genau, Rainer, komm doch bitte noch zu uns. So, genau, für die Abschlussdiskussion. Schön, erstmal vielen Dank an alle drei Referenten hier für die wirklich guten Beiträge, für den schönen Überblick, für die Erläuterungen. Ich würde mich jetzt einfach mal durch die Fragen durcharbeiten und euch bitten, quasi entweder euch einzuteilen oder vielleicht frage ich einfach direkt. Eine der Fragen vorher bei René war unter anderem die Bitte um ein paar Beispiele für Hardware- und Softwarekosten, aber ich glaube, das haben wir jetzt hoffentlich damit quasi erledigt. Sollte da doch noch eine konkrete Frage sein, bitte noch schreiben. Ansonsten gäbe es die Frage, für welche Betriebssysteme gibt es die Backup-Software? Wird Mac Linux unterstützt? René, möchtest du das vielleicht? Also das ist tatsächlich eine spannende Frage, weil das kriege ich immer wieder. Und ich muss noch die Stelle in der Präsentation finden, wo das drinnen steht. Wir sind als Sekundärspeicher die Hardware, die die Daten entgegennimmt. Das Schöne daran ist, wir haben alles so offen dimensioniert und designt, dass ich, egal mit welcher Software ich von außen komme, darauf zugreifen kann. Es ist ganz egal, ob ich mit einem Commvault oder mit einem Veeam oder mit einem, was fällt mir noch, also ein Backup Exec etc. pp. Komme. Ich kann das Brick-System als Speicher nutzen, aber eine Software, dass wir Daten abziehen in irgendeiner Form, die haben wir im System nicht mit. Das heißt, wir kümmern uns um die Daten, die ankommen und garantieren, dass die garantiert nicht verschlüsselt und nicht kaputt gehen. Super, vielen Dank für die Erläuterung.
Dann wäre die Frage eingegangen, ob der S3-Speicher auch ein Brick ist. Rainer, möchtest du vielleicht kurz darauf? Ja, klar. Also man kann, also wir sind kein originärer Objektspeicher und S3 meint ja oft Objektspeicher, aber es ist genau der Brick, wie es beim René in der Präsentation war, der kann einfach entsprechend formatiert werden. Das ist furchtbar flexibel. Und ich denke, das ist auch nochmal zu dem Punkt vorher mit dem Betriebssystem oder auch das, was die Steffi gesagt hat mit den Preisen. Ein großer Vorteil von dem System ist, weil das waren jetzt in den Beispielen natürlich immer Parademuster, also so wie es sich der René wünscht, wenn er wohin käme. Und es wäre so, der große Vorteil ist, dass wir keine proprietären Protokolle haben und keine APIs, die aufwendig programmiert werden, sondern wir unterstützen natürlich REST-API, wenn es ist. Aber ansonsten kann ich natürlich auch in der bestehenden Infrastruktur unterschiedliche Teilbereiche noch abdenken. Also ich habe meinetwegen eine alte Tape-Library, die mir aus der Wartung läuft und ich fange, so wie es die Steffi gesagt hat, nur hinten mit dem Ende an und ich kann dann quasi mit budgetseitig natürlich auch oder auch mit der Technologie, ich bin mir jetzt mit S3 noch nicht ganz sicher, dann fange ich erstmal um mit Shares, ich kann später umkonfigurieren. Ich glaube, der René hat das vorher ganz klar gesagt, der physikalische Unterschied im Brick ist nur, wenn wir in den revisionssicheren Bereich gehen. Wenn wir in der Verwarmung sind, dann müssen wir anders denken, aber der Rest ist im Prinzip flexibel konfigurierbar. Also korrigiere mich gerne, aber ich kann mir heute ein Konzept überlegen und kann aber dann eben perspektivisch mir schon ausdenken, wo es vielleicht hingeht und bleibt damit enorm investitionssicher. Das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend. Wir hatten jetzt gerade die, was waren es, 3 Lizenzen, die man sich merken muss. Also vielleicht an der Stelle die 4. Lizenz, eine S3-Lizenz gibt es nicht bei uns. Also, die Software entwickelt sich weiter und das ist ja auch das Ziel von dem Ganzen. Das heißt, wir wollen ja nicht nur ein Produkt auf den Markt schmeißen und sie kaufen es und dann sind sie hoffentlich zufrieden, sondern wir wollen ja auch mitwachsen und wollen auch das, was eben neu kommt, wie zum Beispiel eine S3-Schnittstelle, das, was eine Anforderung ist, mit reinbringen. Und natürlich kommt die dann von heute auf morgen mit einem Update und dann können sie es nutzen. Und da brauchen sie auch keinen eigenen Brick-Typen lieber. Ja, sehr schön. Schön gesagt. Die nächste Frage, René, würde ich vielleicht auch gleich wieder an dich richten. Die anderen dürfen aber gerne jederzeit ergänzen. Was passiert, wenn die Ransomware lange vor der Verschlüsselung installiert wurde? Dann würde dann ja wieder verschlüsselt werden. Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Also das ist natürlich eine Frage, die eher dann an die Stelle geht, was mache ich, wenn ich merke, ich wurde infiziert oder ich hatte einen Ransomware-Angriff. Und das hatte der Rainer, glaube ich, ganz am Anfang schon mal gesagt. Das ist nicht damit getan, dass ich weiß, okay, jetzt kann ich meine Daten wiederherstellen, sondern ich muss mir natürlich auch anschauen, wo kam das Ganze rein, welcher Server war infiziert und wo lag die. Und da muss ich auch sehr, sehr gezielt mit einem Konzept genau das isolieren und kann den Rest wiederherstellen. Also ich muss natürlich am Anfang von einer Wiederherstellung erstmal mir einen Plan machen und erstmal feststellen, wo ist überhaupt der Eintrittspunkt gewesen und welcher Server ist vielleicht schon vor langer Zeit infiziert gewesen. Und dann muss ich das sehr, sehr gezielt und einzeln betrachten. Aber um ganz ehrlich zu sein, was würde ich machen an so einer Stelle? Ich würde rausfinden, welcher Server war das, oder ich würde versuchen, rauszufinden, wer das war. Und das mache ich ganz einfach, indem ich den Brick. Da sind wir bei der Frage, wie wäre es mit einer zweiten Infrastruktur? Ja, zweite Infrastruktur, die komplett abgekapselt ist, da stecke ich den Brick rein, starte alles an und dann kann ich nachschauen. Und wenn die abgeschlossen und abgekapselt ist, dann kommt da auch keiner dran. Und dann mache ich mir das Leben viel einfacher beim Rausfinden, wo kommt es eigentlich her und wo war das Problem. Das ist tatsächlich ein sehr valider Punkt. Also wir sehen sehr, sehr oft, dass die Hacker Monate in den Netzwerken schon unterwegs sind. Also wer jetzt Anfang der Woche war, wieder ein Beispiel, die wussten schon sogar, wie hoch die Cyberversicherung war und haben dann in der Verhandlung klar gesagt, erzählt mir hier nicht den Berg. Ich weiß genau, ihr seid bis 4 Millionen versichert, wir wollen 4 Millionen haben. Das heißt, man muss davon ausgehen, darum auch vorher das mit dem Zero Trust, dass da eine ganze Menge passiert natürlich. Und das hängt also ein bisschen mit der Idee, ich mache mein Backup in die Cloud. So wie es der René gesagt hat, alles, was ich gesehen habe, ist das Letzte, was Sie wollen, wenn Sie Verschlüsselung haben, dass Sie sofort wieder mit allen Systemen online gehen. Wenn dann dort aber gerade mein Backup liegt, ist das mitunter nicht gerade so fürs Wohlfühlverhalten das Allerbeste. Muss man auch ganz klar dazu sagen. Wunderbar, danke für die Erläuterung nochmal. Die nächste Frage würde ich mal Richtung Steffi richten. Und zwar wundert sich einer der Zuschauer über die Lizenzkosten, etwa 20.000 in Beispiel 1 sowie in Beispiel 2. Also das ist quasi, ich nehme, verstehe das so, dass das, obwohl es quasi gleich bleibt. Kann man dazu vielleicht nochmal irgendwie kurz was sagen?
Sollen wir nochmal zurückspringen auf die Folien? Genau, vielleicht ist das einfacher, da nochmal schnell drauf zu gucken. Ja, ich glaube, dass, also da freue ich mich über die Frage, das kann man beantworten. Also diese Controller-Einheit hat quasi eine Basislizenz aufgrund der 5 Slots von 40 Terabyte. Und die Bricks, die man daneben sieht, diese Offline-Bricks, die werden tatsächlich nicht mitgezählt in die Volumenlizenz. Das heißt, dass man sowohl im ersten als auch im zweiten Beispiel mit der Basislizenz auskommen kann. Sehr schön. Das ist doch mal wirklich gut zu hören. Dann, Steffi, bleiben wir bei dir, denn es geht wieder im Kostenbereich. Und zwar, welche von den Kosten sind denn wiederkehrende Kosten? Also wiederkehrende Kosten sind, ich hatte ja immer so ein bisschen davon geredet in meiner Präsentation, dass unsere Angebote 4 Teile haben. Also Chassis, Controller oder Drive, die Medien- und die Softwarelizenz. Und der 4. Punkt ist der Wartungsvertrag. Und das ist ein, der Wartungsvertrag wird normalerweise jährlich abgerechnet. Wir haben auch andere Abrechnungsmodelle, aber der Default ist jährlich im Voraus. Und in diesem Wartungsvertrag ist das Rundum-Sorglos-Paket mit drin. Sie haben Software-Updates, Fernsitzungen, Telefon-Hotline. Sie haben Hardware-Austausch inklusive Arbeitszeit, Anfahrt und allen Ersatzteilen. Also es ist wirklich überschaubar, transparent. Das ist so der Markenkern unserer Angebote. Da sind keine versteckten Kosten oder da muss man dann nicht irgendwie hören, oh, das kostet aber hier was extra und man konnte es nicht einplanen. Also tatsächlich ist der Wartungsvertrag, da freue ich mich, dass ich darüber auch nochmal reden darf, ein rundum sorglos Paket, weil wer unser Logo kennt, weiß, wir sichern Petabyte und das ist tatsächlich unser Fokus als Firma, das nehmen wir uns auch sehr zu Herzen. Und wir sorgen dafür, dass keine Daten verloren gehen und eben auch keine Daten verloren gehen durch Ransomware-Angriffe. Das Rundum-Sorglos-Paket gibt es bis zu? Ah, das, wie wunderbar, dass du mich darauf ansprichst. Das Rundum-Sorglos-Paket gibt es mit konstanten Pro-Jahr-Kosten bis zu 10 Jahre. Also auch da haben Sie absolute Klarheit in die Zukunft. Also wenn Sie einen Wartungsvertrag für ein System haben, dann können Sie damit rechnen, die Kosten, die Sie dieses Jahr haben, haben Sie in 10 Jahren genauso für dieses System. Das heißt, es kann man wunderbar, für viele unserer Kunden ist das essentiell, dass Sie mit den Kosten planen können, dass Sie wissen, womit Sie rechnen müssen. Und mit unserem Wartungsvertrag kann man das. Ja, was will man mehr im Sinne der Planbarkeit? So, vielen Dank. Die nächste Frage geht wieder so ein bisschen ins Technische. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig verstanden habe. Und zwar bezieht sie sich auf, wie lange kann man ein Brick Drive offline aufbewahren? Bin mir nicht ganz sicher, ob es sich auf den Brick oder auf den Drive bezieht, aber vielleicht kann man das in beide Richtungen mal irgendwie ansprechen. Das bezieht sich ganz bestimmt auf den Brick. Der Brick wird auch häufig als Drive bezeichnet, weil es ist ja quasi die Hard Drives sind drinnen und damit ist das Ganze auch eine Art Drive. Ist tatsächlich aus unserer Sicht ist es der Silent Brick. Auslagern kann ich ihn prinzipiell beliebig lang. Das Einzige ist natürlich, ich muss bedenken, es sind drehende Platten drinnen, die sich dann natürlich nicht drehen und die vielleicht ab und zu mal eingeschalten werden möchten. Also ich einfach mal kurz schaue, ist alles okay, hat irgendeine Platte vielleicht über die Zeit einen, da sind wir wieder beim Beispiel mit dem Auto, einen Standschaden erlitten. Genau. Unsere Empfehlung ist, dass man es jedes Jahr einmal einlegt und das Schöne daran ist eigentlich, ich muss es nicht reinlegen und dann irgendeinen mühsamen Prozess machen und mit meiner Backup-Software Daten wiederherstellen, sondern ich lasse einen sogenannten Audit laufen. Der läuft, wenn der Brick drinnen ist, ohnehin permanent. Das heißt, der prüft im Zyklus von 90 Tagen jedes einzelne Bit und schaut, ob irgendwas gekippt ist, ob irgendwas inkorrekt ist, ob vielleicht eine Platte ein Problem erkannt hat. Den kann ich auch forcieren. Das heißt, ich stecke den Brick rein, sage Audit forcieren. Und wenn er durch ist, ziehe ich den raus und weiß hundertprozentig, die Daten sind alle korrekt. Und wenn ich es recht habe, geht doch der Audit sogar, ohne dass der Brick gemountet wird. Richtig. Das heißt, selbst wenn im Netzwerk jemand ist, der, also und ich bin paranoid und möchte einmal im Monat wissen, ob der funktioniert, schiebe ich den relativ gefahrlos in die Maschine. Wir machen einen technischen Checkup, ich werfe den aus und weiß, er ist gut. Da kann nichts passieren. Richtig.
Wunderbar, danke. Wir bleiben bei dem Thema BRIC. Vielleicht möchte Rainer da entsprechend gleich weitermachen. Und zwar, wie lange sollte denn so ein BRIC, wie lange sollte ich einen BRIC benutzen? Entschuldigung. Naja, da wird das gleiche. Was die Steffi gerade gesagt hat, die BRICs gelten bei uns als ganz klare Systemkomponente und auch für die gilt 10 Jahre Nutzungsgarantie. Das heißt, das kommt immer wieder, weil die Leute natürlich über Jahrzehnte gewohnt sind, dass man Tapes irgendwann ausmustern muss. Bei den BRICs ist es nicht. Wir haben gerade gesagt, es gibt den Audit-Prozess. Wir haben also bei Weitem genügend Redundanz in dem Teil, dass nichts passieren kann. Und das können wir mittlerweile auch beweisen. Also seit vielen, vielen Jahren ist da noch nie etwas passiert. Das heißt, Datenverlust aus technischem Grund ist damit ausgeschlossen. Das kann man auch rechnen. Da haben wir über das Audit und die Vierfachredundanz vorgebaut. Das heißt, die 10 Jahre auf jeden Fall. Und wie es wir jetzt machen, haben wir schon seit mehr wie 10 Jahre bei den Cubes, was letztendlich ja technologisch sehr ähnlich ist. Da geht es dann auch darüber hinaus. Also das ist jetzt nicht Ende der Fahnenstange, weil so wie es hier steht mit dem LTA, ist die Langzeitarchivierung unsere Kernkompetenz. Und dann gehen wir von Haus aus 20, 30 Jahre. Das heißt, es wird immer eine Anschlusslösung geben von uns, wie wir die Daten auch in 15 Jahren sicher aufheben können. So, ich hoffe, das ist eine positive Rückmeldung zu der Frage. Wir haben jetzt nur noch 2 Fragen. Das eine zieht sich ebenfalls auf den BRIC, und zwar, was geschieht denn, wenn eine der beinhalteten Platten defekt ist? Ich glaube, René, da hattest du ja schon dazu auch was gesagt. Vielleicht magst du das kurz nochmal wiederholen. Ich kann ein bisschen tiefer reingehen. Also was passiert, wenn eine Platte defekt ist? Zuerst mal erkennt natürlich der BRIC selber oder der Audit spätestens, also auch wenn der BRIC nicht gemountet ist, erkennt der Audit, dass eine Platte kaputt ist, wenn er drin liegt. Wenn die Platte dann kaputt ist, werde ich zum einen meine E-Mail bekommen, also nicht ich persönlich, aber unser Support. Sie als Kunde kriegen sicherlich auch eine E-Mail. Das Display vorne auf dem BRIC wird sich ändern und wird Ihnen genau anzeigen, welche Platte defekt ist. Und wenn ich den BRIC aufmache, weil bis dahin haben Sie sicherlich schon von unserem Support eine Platte geschickt bekommen, dann sind die Platten ja auch nochmal durchnummeriert. In der E-Mail steht nochmal drin, welche Seriennummer ist kaputt. Und dann kann man die Platte einfach ganz entspannt, das dauert nicht lang, glaube ich, sieht man, kann sie rausnehmen, steckt die frische Platte da rein. Na, ja, genau, Vorführeffekt. Macht den BRIC wieder zu und ist wieder am Laufen. Das ist jetzt genau das, was passiert, wenn eine Platte ausfällt, es sei denn, es handelt sich um einen Warm BRIC. Bei einem Warm BRIC wird dann nicht die Platte vor der Tür stehen, sondern der Techniker und der wird Ihnen die Platte tauschen. Aber am Ende, glaube ich, die wichtige Botschaft dann ist, es ist alles im Wartungsvertrag drinnen, es ist alles abgedeckt, der Plattentausch ist, glaube ich, hat man gerade gesehen, keine Rocket Science und das System erkennt sowas genau deswegen, dass wir niemals ein Bit verlieren. Super, vielen Dank nochmal. So, wir kommen jetzt zur letzten Frage, das ist ein bisschen allgemeiner. Und zwar, kann man denn von unserer Seite einen Berater zuziehen, wenn man gerade in der aktuellen Sizing-Phase eines neuen Backup-Systems ist? Oder würde das jetzt quasi nur über den Fachhändler gehen? Wer möchte sich jetzt quasi dazu äußern? Das ist tatsächlich immer eine ganz spannende Frage, weil wir sind Hardwarehersteller von unserer Natur und die DNA. Wir bauen Technologie, die sehr sicher sehr große Mengen über sehr lange Zeiträume sehr sicher aufbewahrt. Dafür laufen wir jeden Tag. Und ich sage mal, im Archiv haben wir über Jahre das gut gelernt. Da ist auch die Komplexität überschaubar. Ich sage mal, Leute wie der René sind bei uns extrem fit, was Backup angeht. Nichtsdestotrotz ist natürlich so, dass eine komplette Backup-Konzepterstellung schon einmal eine andere Hausnummer ist. Und da gibt es aber draußen, ich glaube, zahlreiche Partner, da kann man sicher auch bei der Steffi beliebig anfragen, wer da sie auf welche Sorte von den Softwarelösungen spezialisiert hat, wer da vielleicht auch ein Branchen-Know-how hat oder Musterinstallationen hat. Aber ich würde auch aufgrund der Gesamtkomplexität von so einem Business Continuity Plan, das ist nicht unsere Expertise und auch nicht unser Ansinnen, den wollen wir eigentlich nicht bauen. Wir können, denke ich, einen sehr wesentlichen Teil beitragen und das vor allen Dingen sehr sicher, also wo man keine Fragezeichen hat, wenn dann das nicht geht, sondern das wird funktionieren. Das haben wir bewiesen seit vielen, vielen Jahren in 1000 Installationen. Aber das Komplette, also mit allen unterschiedlichen Datenklassen und Anforderungen, würde ich auf jeden Fall einen Partner mit dazu ziehen.
Ich glaube, das war jetzt quasi nochmal sinnvoll, das auch nochmal zu sagen. Ich bedanke mich jetzt, wir sind jetzt am Ende der Veranstaltung. Ich bedanke mich für die Geduld der Zuschauer, die jetzt quasi auch noch länger geblieben sind. Ich bedanke mich für unsere drei Referenten, für den wirklich tollen Input, den Überblick, für die Zeit auch, für die Mühen. Ich würde die Zuschauer gerne bitten, wenn das Webinar geschlossen wird, öffnet sich quasi ein Feedbackbogen ganz automatisch. Es sind nur ein paar wenige Fragen. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn Sie uns einfach kurz Ihre Meinung sagen würden, wie es Ihnen gefallen hat, was wir vielleicht verbessern können. Denn ohne Rückmeldung wissen wir natürlich nicht, was wir anders machen können. Und vielleicht jetzt, Steffi, da du jetzt quasi den letzten Part hattest, vielleicht möchtest du noch ein letztes Wort des Tages jetzt in die Runde geben, so zum Inhalt, zum Thema. Ja, sehr gerne. Ich freue mich, wenn ich noch was sagen darf. Also zum einen hast du es ja so ein bisschen vorweggenommen. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken fürs Zuhören. Ich möchte mich bei meinen Kollegen bedanken für die Vorträge. Bei dir, Nathalie, für Moderation und Organisation. Und ich möchte noch mal auf den Feedbackbogen hinweisen. Bitte nehmen Sie das Thema ernst. Ich hoffe, wir konnten Sie überzeugen, dass es sich tatsächlich lohnt. Es sind nicht so große Investitionskosten. Wir helfen Ihnen gerne. Wir wollen für Sie da sein. Wir machen Ihnen unglaublich gerne Beispielangebote. Wir nehmen gerne Ihre Berater, Ihr Systemhaus mit dazu und erarbeiten etwas für Sie. Wir freuen uns, das ist unsere Position als Hersteller, dass wir ansprechbar sind. Wir drei und der Rest vom Team. Und ja, ich freue mich, von Ihnen zu hören. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen schönen Tag und sprechen Sie uns an. Bitte schön. Super.